Der Mensch ist von Natur böse. Aus Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft. Erstes Stück von der Einwohnung des bösen Prinzips neben dem Guten oder über das radikale Böse in der menschlichen Natur. Drittens Der Mensch ist von Natur böse von Immanuel Kant. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Gelesen von Rolf Kaiser, Bochum, Deutschland, im Oktober 2009. Aus Der Mensch ist von Natur böse von Immanuel Kant. Der Mensch, selbst der Ärgste, tut, in welchen Maximen es auch sei, auf das moralische Gesetz nicht gleichsam rebellischer Weise mit Aufkündigung des Gehorsams Verzicht. Dieses dringt sich ihm vielmehr Kraft seiner moralischen Anlage unwiderstehlich auf. Und wenn keine andere Triebfeder dagegen wirkte, so würde er es auch als hinreichenden Bestimmungsgrund der Willkür in seine oberste Maxime aufnehmen, das ist, er würde moralisch gut sein. Er hängt aber doch auch, vermöge seiner gleichfalls schuldlosen Naturanlage, an den Triebfedern der Sinnlichkeit und nimmt sie nach dem subjektiven Prinzip der Selbstliebe auch in seine Maxime auf. Wenn er diese, die Triebfedern der Sinnlichkeit, aber als für sich allein hinreichend zur Bestimmung der Willkür in seine Maxime aufnehme, ohne sich ans moralische Gesetz, welches er doch in sich hat, zu kehren, so würde er moralisch böse sein. Da er nun natürlicherweise beide in dieselbe, die Maxime, aufnimmt, da er auch jede für sich, wenn sie allein wäre, zur Willensbestimmung hinreichend finden würde, so würde er, wenn der Unterschied der Maximen bloß auf den Unterschied der Triebfedern, der Materie der Maximen, nämlich ob das Gesetz oder der Sinnenantrieb eine solche abgeben, ankäme, moralisch gut und böse zugleich sein, welches sich nach der Einleitung widerspricht. Also muss der Unterschied, ob der Mensch gut oder böse sei, nicht in dem Unterschiede der Triebfedern, die er in seine Maxime aufnimmt, nicht in dieser ihrer Materie, sondern in der Unterordnung der Form derselben liegen, welche von beiden er zur Bedingung der andern macht. Folglich ist der Mensch, auch der Beste, nur dadurch böse, dass er die sittliche Ordnung der Triebfedern in der Aufnehmung derselben in seine Maximen umkehrt. Das moralische Gesetz zwar neben dem der Selbstliebe in dieselbe aufnimmt, da er aber inne wird, dass eins neben dem andern nicht bestehen kann, sondern eins dem andern als seiner obersten Bedingung untergeordnet werden müsse, er die Triebfeder der Selbstliebe und ihre Neigungen zur Bedingung der Befolgung des moralischen Gesetzes macht. Da das Letztere, das moralische Gesetz, vielmehr als die oberste Bedingung der Befriedigung der Ersteren, der Selbstliebe, in die allgemeine Maxime der Willkür als alleinige Triebfeder aufgenommen werden sollte. Bei dieser Umkehrung der Triebfedern durch seine Maxime, wieder die sittliche Ordnung, können die Handlungen dennoch wohl so gesetzmäßig ausfallen, als ob sie aus echten Grundsätzen entsprungen wären.
wenn die Vernunft die Einheit der Maximen überhaupt, welche dem moralischen Gesetze eigen ist, bloß dazu braucht, um in die Triebfedern der Neigung unter dem Namen Glückseligkeit Einheit der Maximen, die ihnen sonst nicht zukommen kann, hineinzubringen. Zum Beispiel, dass die Wahrhaftigkeit, wenn man sie zum Grundsatze annähme, uns der Ängstlichkeit überhebt, unseren Lügen die Übereinstimmung zu erhalten und uns nicht in den Schlangenwindungen derselben selbst zu verwickeln. Da denn der empirische Charakter gut, der intelligible aber immer noch böse ist. Wenn nun ein Hang dazu in der menschlichen Natur liegt, so ist im Menschen ein natürlicher Hang zum Bösen, und dieser Hang selber, weil er am Ende doch in einer freien Willkür gesucht werden muss, mithin zugerechnet werden kann, ist moralisch böse. Dieses Böse ist radikal, weil es den Grund aller Maximen verdirbt, zugleich auch als natürlicher Hang durch menschliche Kräfte nicht zu vertilgen, weil dieses nur durch gute Maximen geschehen könnte, welches, wenn der oberste subjektive Grund aller Maximen als verderbt vorausgesetzt wird, nicht stattfinden kann. Gleichwohl aber muss er zu überwiegen möglich sein, weil er in dem Menschen als freihandelndem Wesen angetroffen wird. Die Bösartigkeit der menschlichen Natur ist also nicht sowohl Bosheit, wenn man dieses Wort in strenger Bedeutung nimmt, nämlich als eine Gesinnung, subjektives Prinzip der Maximen, das Böse als Böses zur Triebfeder in seine Maxime aufzunehmen, denn die ist teuflisch. Sondern die Bösartigkeit der menschlichen Natur ist vielmehr Verkehrtheit des Herzens, welches nun der Folge wegen auch ein böses Herz heißt, zu nennen. Dieses kann mit einem im Allgemeinen guten Willen zusammen bestehen und entspringt aus der Gebrechlichkeit der menschlichen Natur, zu Befolgung seiner genommenen Grundsätze nicht stark genug zu sein. Mit der Unlauterkeit verbunden, die Triebfedern selbst gut beabsichtigter Handlungen nicht nach moralischer Richtschnur voneinander abzusondern und daher zuletzt, wenn es hochkömmt, nur auf die Gemäßheit derselben mit dem Gesetz und nicht auf die Ableitung von demselben, das ist auf dieses als die alleinige Triebfeder zu sehen. Wenn hieraus nun gleich nicht eben immer eine gesetzeswidrige Handlung und ein Hang dazu, das ist das Laster, entspringt, so ist die Denkungsart, sich die Abwesenheit desselben schon für Angemessenheit der Gesinnung zum Gesetze der Pflicht für Tugend auszulegen, da hiebei auf die Triebfeder in der Maxime gar nicht, sondern nur auf die Befolgung des Gesetzes dem Buchstaben nach gesehen wird, ist diese Denkungsart selbst schon eine radikale Verkehrtheit im menschlichen Herzen zu nennen. Diese angeborene Schuld, Reatus, welche so genannt wird, weil sie sich so früh als sich nur immer der Gebrauch der Freiheit im Menschen äußert, wahrnehmen lässt und nichtsdestoweniger doch aus der Freiheit entsprungen sein muss und daher zugerechnet werden kann. Diese angeborene Schuld kann in ihren zwei ersteren Stufen, der Gebrechlichkeit und der Unlauterkeit, als unvorsätzlich Culpa, in der dritten aber als vorsätzliche Schuld, Dolus, beurteilt werden und hat zu ihrem Charakter eine gewisse Tücke des menschlichen Herzens, Dolus Malus,
sich wegen seiner eigenen guten oder bösen Gesinnungen selbst zu betrügen. Und wenn nur die Handlungen das Böse nicht zur Folge haben, was sie nach ihren Maximen wohl haben könnten, sich seiner Gesinnung wegen nicht zu beunruhigen, sondern vielmehr vor dem Gesetze gerechtfertigt zu halten. Daher rührt die Gewissensruhe so vieler, ihrer Meinung nach gewissenhaften Menschen, wenn sie mitten unter Handlungen, bei denen das Gesetz nicht zu Rate gezogen ward, wenigstens nicht das meiste galt, nur den bösen Folgen glücklich entwischten und wohl gar die Einbildung von Verdienst, keiner solcher Vergehungen sich schuldig zu fühlen, mit denen sie andere behaftet sehen. Ohne doch nachzuforschen, ob es nicht bloß etwa Verdienst des Glücks sei und ob, nach der Denkungsart, die sie in ihrem Innern wohl aufdecken könnten, wenn sie nur wollten, nicht gleiche Laster von ihnen verübt worden wären, wenn nicht Unvermögen, Temperament, Erziehung, Umstände der Zeit und des Orts, die in Versuchung führen, lauter Dinge, die uns nicht zugerechnet werden können, davon entfernt gehalten hätten. Diese Unredlichkeit, sich selbst blauen Dunst vorzumachen, welche die Gründung echter moralischer Gesinnung in uns abhält, erweitert sich denn auch äußerlich zur Falschheit und Täuschung anderer, welche, wenn sie nicht Bosheit genannt werden soll, doch wenigstens Nichtswürdigkeit zu heißen verdient, und liegt in dem radikalen Bösen der menschlichen Natur, welches, indem es die moralische Urteilskraft in Ansehung dessen, wofür man einen Menschen halten sollte, verstimmt und die Zurechnung innerlich und äußerlich ganz ungewiss macht, den faulen Fleck unserer Gattung ausmacht, der, solange wir ihn nicht herausbringen, den Keim des Guten hindert, sich, wie er sonst wohl tun würde, zu entwickeln. Ein Mitglied des englischen Parlaments stieß in der Hitze die Behauptung aus: Ein jeder Mensch hat seinen Preis, für den er sich weggibt. Wenn dieses wahr ist, welches dann ein jeder bei sich selbst ausmachen mag, wenn es überall keine Tugend gibt, für die nicht ein Grad der Versuchung gefunden werden kann, der vermögend ist, sie zu stürzen. Wenn, ob der böse oder der gute Geist uns für seine Partei gewinne, es nur darauf ankömmt, wer das meiste bietet und die prompteste Zahlung leistet, so möchte wohl vom Menschen allgemein wahr sein, was der Apostel sagt. Es ist hier kein Unterschied, sie sind allzumal Sünder. Es ist keiner, der Gutes tue nach dem Geiste des Gesetzes, auch nicht einer. Ende von Der Mensch ist von Natur böse von Immanuel Kant. Die schöne Seele und das Moralgesetz aus Über Anmut und Würde von Friedrich Schiller. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Gelesen von Rolf Kaiser, Bochum, Deutschland, im Oktober 2009. Aus Über Anmut und Würde von Friedrich Schiller. Aus dem Sanktuarium der reinen Vernunft brachte er das fremde und doch wieder so bekannte Moralgesetz, stellte es in seiner ganzen Heiligkeit aus vor dem entwürdigten Jahrhundert und fragte wenig danach, ob es Augen gibt, die seinen Glanz nicht vertragen.
Womit aber hatten es die Kinder des Hauses verschuldet, daß er nur für die Knechte sorgte? Weil oft sehr unreine Neigungen den Namen der Tugend usurpieren, mußte darum auch der uneigennützige Affekt in der edelsten Brust verdächtig gemacht werden? Weil der moralische Weichling dem Gesetz der Vernunft gern eine Laxität geben möchte, die es zum Spielwerk seiner Konvenienz macht, mußte ihm darum eine Rigidität beigelegt werden, die die kraftvolleste Äußerung moralischer Freiheit nur in eine rühmlichere Art von Knechtschaft verwandelt? Denn hat wohl der wahrhaft sittliche Mensch eine freiere Wahl zwischen Selbstachtung und Selbstverwerfung als der Sinnensklave zwischen Vergnügen und Schmerz? Ist dort etwa weniger Zwang für den reinen Willen als hier für den verdorbenen? Mußte schon durch die imperative Form des Moralgesetzes die Menschheit angeklagt und erniedrigt werden und das erhabenste Dokument ihrer Größe zugleich die Urkunde ihrer Gebrechlichkeit sein? War es wohl bei dieser imperativen Form zu vermeiden, daß eine Vorschrift, die sich der Mensch als Vernunftwesen selbst gibt, die deswegen allein für ihn bindend und dadurch allein mit seinem Freiheitsgefühle verträglich ist, nicht den Schein eines fremden und positiven Gesetzes annahm, einen Schein, der durch seinen radikalen Hang demselben entgegenzuhandeln, wie man ihm Schuld gibt, schwerlich vermindert werden dürfte. Es ist für moralische Wahrheiten gewiß nicht vorteilhaft, Empfindungen gegen sich zu haben, die der Mensch ohne Erröten sich gestehen darf. Wie sollen sich aber die Empfindungen der Schönheit und Freiheit mit dem austeren Geist eines Gesetzes vertragen, das ihn mehr durch Furcht als durch Zuversicht leitet, das ihn, den die Natur doch vereinigte, stets zu vereinzeln strebt. Und nur dadurch, dass es ihm Misstrauen gegen den einen Teil seines Wesens erweckt, sich der Herrschaft über den andern versichert? Die menschliche Natur ist ein verbundeneres Ganze in der Wirklichkeit, als es dem Philosophen, der nur durch Trennen was vermag, erlaubt ist, sie erscheinen zu lassen. Nimmermehr kann die Vernunft Affekte als ihrer Unwert verwerfen, die das Herz mit Freudigkeit bekennt, und der Mensch, da wo er moralisch gesunken wäre, nicht wohl in seiner eigenen Achtung steigen. Wäre die sinnliche Natur im Sittlichen immer nur die unterdrückte und nie die mitwirkende Partei, wie könnte sie das ganze Feuer ihrer Gefühle zu einem Triumph hergeben, der über sie selbst gefeiert wird? Wie könnte sie eine so lebhafte Teilnehmerin an dem Selbstbewusstsein des reinen Geistes sein, wenn sie sich nicht endlich so innig an ihn anschließen könnte, dass selbst der analytische Verstand sie nicht ohne Gewalttätigkeit mehr von ihm trennen kann? Der Wille hat ohnehin einen unmittelbaren Zusammenhang mit dem Vermögen der Empfindungen als dem der Erkenntnis, und es wäre in manchen Fällen schlimm, wenn er sich bei der reinen Vernunft erst orientieren müsste.
Es erweckt mir kein gutes Vorurteil für einen Menschen, wenn er der Stimme des Triebes so wenig trauen darf, daß er gezwungen ist, ihn jedesmal erst vor dem Grundsatze der Moral abzuhören. Vielmehr achtet man ihn hoch, wenn er sich demselben, ohne Gefahr durch ihn mißgeleitet zu werden, mit einer gewissen Sicherheit vertraut. Denn das beweist, daß beide Prinzipien in ihm sich schon in derjenigen Übereinstimmung befinden, welche das Siegel der vollendeten Menschheit und dasjenige ist, was man unter einer schönen Seele verstehet. Eine schöne Seele nennt man es, wenn sich das sittliche Gefühl aller Empfindungen des Menschen endlich bis zu dem Grad versichert hat, daß es dem Affekt die Leitung des Willens ohne Scheu überlassen darf und nie Gefahr läuft, mit den Entscheidungen desselben im Widerspruch zu stehen. Daher sind bei einer schönen Seele die einzelnen Handlungen eigentlich nicht sittlich, sondern der ganze Charakter ist es. Man kann ihr auch keine einzige darunter zum Verdienst anrechnen, weil eine Befriedigung des Triebes nie verdienstlich heißen kann. Die schöne Seele hat kein anderes Verdienst, als dass sie ist. Mit einer Leichtigkeit, als wenn bloß der Instinkt aus ihr handelte, übt sie der Menschheit peinlichste Pflichten aus, und das heldenmütigste Opfer, das sie dem Naturtriebe abgewinnt, fällt wie eine freiwillige Wirkung eben dieses Triebes in die Augen. Daher weiß sie selbst auch niemals um die Schönheit ihres Handelns, und es fällt ihr nicht mehr ein, daß man anders handeln und empfinden könnte. Dagegen ein schulgerechter Zögling der Sittenregel, so wie das Wort des Meisters ihn fordert, jeden Augenblick bereit sein wird, vom Verhältnis seiner Handlungen zum Gesetz die strengste Rechnung abzulegen. Das Leben des Letztern wird einer Zeichnung gleichen, worin man die Regel durch harte Striche angedeutet sieht und an der allenfalls ein Lehrling die Prinzipien der Kunst lernen könnte. Aber in einem schönen Leben sind, wie in einem tizianischen Gemälde, alle jene schneidenden Grenzlinien verschwunden, und doch tritt die ganze Gestalt nur desto wahrer, lebendiger, harmonischer hervor. In einer schönen Seele ist es also, wo Sinnlichkeit und Vernunft, Pflicht und Neigung harmonieren, und Grazie ist ihr Ausdruck in der Erscheinung. Nur im Dienst einer schönen Seele kann die Natur zugleich Freiheit besitzen und ihre Form bewahren, da sie erstere unter der Herrschaft eines strengen Gemüts, letztere unter der Anarchie der Sinnlichkeit einbüßt. Eine schöne Seele gießt auch über eine Bildung, der es an architektonischer Schönheit mangelt, eine unwiderstehliche Grazie aus, und oft sieht man sie selbst über Gebrechen der Natur triumphieren. Alle Bewegungen, die von ihr ausgehen, werden leicht, sanft und dennoch belebt sein. Heiter und frei wird das Auge strahlen, und Empfindung wird in demselben glänzen. Von der Sanftmut des Herzens wird der Mund eine Grazie erhalten, die keine Verstellung erkünsteln kann. Keine Spannung wird in den Mienen, kein Zwang in den willkürlichen Bewegungen zu bemerken sein,
denn die Seele weiß von keinem. Musik wird die Stimme sein und mit dem reinen Strom ihrer Modulationen das Herz bewegen. Die architektonische Schönheit kann Wohlgefallen, kann Bewunderung, kann Erstaunen erregen, aber nur die Anmut wird hinreißen. Die Schönheit hat Anbeter, Liebhaber hat nur die Grazie, denn wir huldigen dem Schöpfer und lieben den Menschen. Ende von Die schöne Seele und das Moralgesetz aus Anmut und Würde von Friedrich Schiller. Begriff der Sittlichkeit der Sitte aus Morgenröte von Friedrich Nietzsche. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Begriff der Sittlichkeit der Sitte aus Morgenröte von Friedrich Nietzsche. Im Verhältnis zu der Lebensweise ganzer Jahrtausende der Menschheit leben wir jetzigen Menschen in einer sehr unsittlichen Zeit. Die Macht der Sitte ist erstaunlich abgeschwächt und das Gefühl der Sittlichkeit so verfeinert und so in die Höhe getragen, dass es ebenso gut als verflüchtigt bezeichnet werden kann. Deshalb werden uns, den Spätgeborenen, die Grundeinsichten in die Entstehung der Moral schwer. Sie bleiben uns, wenn wir sie trotzdem gefunden haben, an der Zunge kleben und wollen nicht heraus, weil sie grob klingen. Oder weil sie die Sittlichkeit zu verleumden scheinen. So zum Beispiel gleich der Hauptsatz. Sittlichkeit ist nichts anderes, also namentlich nicht mehr, als Gehorsam gegen Sitten, welcher Art diese auch sein mögen. Sitten aber sind die herkömmliche Art zu handeln und abzuschätzen. In Dingen, wo kein Herkommen befiehlt, gibt es keine Sittlichkeit, und je weniger das Leben durch Herkommen bestimmt ist, umso kleiner wird der Kreis der Sittlichkeit. Der freie Mensch ist unsittlich, weil er in allem von sich und nicht von einem Herkommen abhängen will. In allen ursprünglichen Zuständen der Menschheit bedeutet böse so viel wie individuell, frei, willkürlich, ungewohnt, unvorhergesehen, unberechenbar. Immer nach dem Maßstab solcher Zustände gemessen, wird eine Handlung getan, nicht weil das Herkommen sie befiehlt, sondern aus anderen Motiven, zum Beispiel des individuellen Nutzens wegen, ja selbst aus eben den Motiven, welche das Herkommen ehemals begründet haben, so heißt sie unsittlich und wird so selbst von ihrem Täter empfunden, denn sie ist nicht aus Gehorsam gegen das Herkommen getan worden. Was ist das Herkommen? Eine höhere Autorität, welcher man gehorcht, nicht weil sie uns das Nützliche befiehlt, sondern weil sie befiehlt. Wodurch unterscheidet sich dies Gefühl vor dem Herkommen von dem Gefühl der Furcht überhaupt? Es ist die Furcht vor einem höheren Intellekt, der da befiehlt, vor einer unbegreiflichen, unbestimmten Macht, vor etwas mehr als Persönlichem. Es ist Aberglaube in dieser Furcht. Ursprünglich gehörte die ganze Erziehung und Pflege der Gesundheit, die Ehe, die Heilkunst, der Feldbau, der Krieg, das Reden und Schweigen, der Verkehr untereinander und mit den Göttern in den Bereich der Sittlichkeit.
Sie verlangte, daß man Vorschriften beobachtete, ohne an sich als Individuum zu denken. Ursprünglich war also alles Sitte, und wer sich über sie erheben wollte, mußte Gesetzgeber und Medizinmann und eine Art Halbgott werden. Das heißt, er mußte Sitten machen, ein furchtbares, lebensgefährliches Ding. Wer ist der Sittlichste? Einmal der, welcher das Gesetz am häufigsten erfüllt, also gleich dem Brahmanen, das Bewusstsein desselben überallhin und in jeden kleinen Zeitteil trägt, so daß er fortwährend erfinderisch ist, in Gelegenheiten das Gesetz zu erfüllen. Sodann der, der es auch in den schwersten Fällen erfüllt. Der Sittlichste ist der, welcher am meisten der Sitte opfert. Welches aber sind die größten Opfer? Nach der Beantwortung dieser Frage entfalten sich mehrere unterschiedliche Moralen, aber der wichtigste Unterschied bleibt doch jener, welcher die Moral der häufigsten Erfüllung von der der schwersten Erfüllung trennt. Man täusche sich über das Motiv jener Moral nicht, welche die schwerste Erfüllung der Sitte als Zeichen der Sittlichkeit fordert. Die Selbstüberwindung wird nicht ihrer nützlichen Folgen halber, die sie für das Individuum hat, gefordert, sondern damit die Sitte, das Herkommen, herrschend erscheine, trotz allem individuellen Gegengelüst und Vorteil. Der Einzelne soll sich opfern, so heischt es die Sittlichkeit der Sitte. Jene Moralisten dagegen, welche, wie die Nachfolger der sokratischen Fußtapfen, die Moral der Selbstbeherrschung und Enthaltsamkeit dem Individuum als seinen eigensten Vorteil, als seinen persönlichsten Schlüssel zum Glück ans Herz legen, machen die Ausnahme. Und wenn es uns anders erscheint, so ist es, weil wir unter ihrer Nachwirkung erzogen sind. Sie alle gehen eine neue Straße unter höchlichster Missbilligung aller Vertreter der Sittlichkeit der Sitte. Sie lösen sich aus der Gemeinde aus als Unsittliche und sind im tiefsten Verstande böse. Ebenso erschien einem tugendhaften Römer alten Schrotes jeder Christ, welcher am ersten nach seiner eigenen Seligkeit trachtete, als böse. Überall, wo es eine Gemeinde und folglich eine Sittlichkeit der Sitte gibt, herrscht auch der Gedanke, dass die Strafe für die Verletzung der Sitte vor allem auf die Gemeinde fällt, jene übernatürliche Strafe, deren Äußerung und Grenze so schwer zu begreifen ist und mit so abergläubischer Angst ergründet wird. Die Gemeinde kann den Einzelnen anhalten, dass er den nächsten Schaden, den seine Tat im Gefolge hatte, am Einzelnen oder an der Gemeinde wieder gut mache. Sie kann auch eine Art Rache am Einzelnen dafür nehmen, dass durch ihn, als angebliche Nachwirkung seiner Tat, sich die göttlichen Wolken und Zorneswetter über der Gemeinde gesammelt haben. Aber sie empfindet die Schuld des Einzelnen doch vor allem als ihre Schuld und trägt dessen Strafe als ihre Strafe. Die Sitten sind locker geworden. So klagt es in der Seele eines jeden, wenn solche Taten möglich sind. Jede individuelle Handlung, jede individuelle Denkweise erregt Schauder. Es ist gar nicht auszurechnen, was gerade die selteneren, ausgesuchteren, ursprünglicheren Geister im ganzen Verlauf der Geschichte dadurch gelitten haben müssen, dass sie immer als die Bösen und Gefährlichen empfunden wurden, ja, dass sie sich selber so empfanden. Unter der Herrschaft der Sittlichkeit der Sitte hat die Originalität jeder Art ein böses Gewissen bekommen.
Bis diesen Augenblick ist der Himmel der Besten noch dadurch verdüsterter, als er sein müßte. Ende von Begriff der Sittlichkeit der Sitte aus Morgenröte von Friedrich Nietzsche. Die drei Phasen der bisherigen Moralität. Nummer 94 aus Menschliches, Allzumenschliches, zweiter Band von Friedrich Nietzsche. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Gelesen von Rolf Kaiser, Bochum, Deutschland, im Oktober 2009. Die drei Phasen der bisherigen Moralität. Nummer 94 aus Menschliches, Allzumenschliches, zweiter Band von Friedrich Nietzsche. Es ist das erste Zeichen, dass das Tier Mensch geworden ist, wenn sein Handeln nicht mehr auf das augenblickliche Wohlbefinden, sondern auf das Dauernde sich bezieht, dass der Mensch also nützlich, zweckmäßig wird. Da bricht zuerst die freie Herrschaft der Vernunft heraus. Eine noch höhere Stufe ist erreicht, wenn er nach dem Prinzip der Ehre handelt. Vermöge desselben ordnet er sich ein, unterwirft sich gemeinsamen Empfindungen, und das erhebt ihn hoch über die Phase, in der nur die persönlich verstandene Nützlichkeit ihn leitete. Er achtet und will geachtet werden, das heißt, er begreift den Nutzen als abhängig von dem, was er über andere, was andere über ihn meinen. Endlich handelt er auf der höchsten Stufe der bisherigen Moralität nach seinem Maßstab über die Dinge und Menschen. Er selber bestimmt für sich und andere, was ehrenvoll, was nützlich ist. Er ist zum Gesetzgeber der Meinungen geworden, gemäß dem immer höher entwickelten Begriff des Nützlichen und Ehrenhaften. Die Erkenntnis befähigt ihn, das Nützlichste, das heißt den allgemeinen, dauernden Nutzen, dem persönlichen, die ehrende Anerkennung von allgemeiner, dauernder Geltung, der momentanen, voranzustellen. Er lebt und handelt als Kollektiv-Individuum. Ende von Die drei Phasen der bisherigen Moralität. Nummer 94 aus Menschliches, Allzumenschliches, zweiter Band von Friedrich Nietzsche. Gerecht sein ist ein Stück Vollendung und höchster Meisterschaft auf Erden. Ausschnitt aus Zur Genealogie der Moral von Friedrich Nietzsche. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Gelesen von Rolf Kaiser, Bochum, Deutschland, im Oktober 2009. Gerecht sein ist ein Stück Vollendung und höchster Meisterschaft auf Erden. Aus Zur Genealogie der Moral von Friedrich Nietzsche. Wenn es wirklich vorkommt, dass der gerechte Mensch gerecht sogar gegen seine Schädiger bleibt und nicht nur kalt, maßvoll, fremd, gleichgültig, gerecht sein ist immer ein positives Verhalten. Wenn sich selbst unter dem Ansturz persönlicher Verletzung, Verhöhnung, Verdächtigung die hohe, klare, ebenso tief als mild blickende Objektivität des gerechten, des richtenden Auges nicht trübt. Nun, so ist das ein Stück Vollendung und höchster Meisterschaft auf Erden, sogar etwas, das man hier klugerweise nicht erwarten,
woran man jedenfalls nicht gar zu leicht glauben soll. Gewiß ist durchschnittlich, daß selbst bei den rechtschaffensten Personen schon eine kleine Dosis von Angriff, Bosheit, Insinuation genügt, um ihnen das Blut in die Augen und die Billigkeit aus den Augen zu jagen. Der aktive, der angreifende, übergreifende Mensch ist immer noch der Gerechtigkeit 100 Schritte näher gestellt als der reaktive. Es ist eben für ihn durchaus nicht nötig, in der Art, wie es der reaktive Mensch tun muss, sein Objekt falsch und voreingenommen abzuschätzen. Tatsächlich hat deshalb zu allen Zeiten der aggressive Mensch als der stärkere, mutigere, vornehmere auch das freiere Auge, das bessere Gewissen auf seiner Seite gehabt. Umgekehrt errät man schon, wer überhaupt die Erfindung des schlechten Gewissens auf dem Gewissen hat, der Mensch des Ressentiment. Ende von Gerecht sein ist ein Stück Vollendung und höchster Meisterschaft auf Erden. Aus Zur Genealogie der Moral von Friedrich Nietzsche. Ursprung der Gerechtigkeit. Nummer 92 aus dem zweiten Band von Menschliches allzu Menschliches von Friedrich Nietzsche. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Gelesen von Rolf Kaiser, Bochum, Deutschland, im Oktober 2009. Ursprung der Gerechtigkeit von Friedrich Nietzsche. Die Gerechtigkeit, in Klammern Billigkeit, nimmt ihren Ursprung unter ungefähr Gleichmächtigen, wie dies Thukydides in dem furchtbaren Gespräche der athenischen und melischen Gesandten richtig begriffen hat. Wo es keine deutlich erkennbare Übergewalt gibt und ein Kampf zum erfolglosen gegenseitigen Schädigen würde, da entsteht der Gedanke, sich zu verständigen und über die beiderseitigen Ansprüche zu verhandeln. Der Charakter des Tausches ist der anfängliche Charakter der Gerechtigkeit. Jeder stellt den anderen zufrieden, indem jeder bekommt, was er mehr schätzt als der andere. Man gibt jedem, was er haben will, als das nunmehr Seinige und empfängt dagegen das Gewünschte. Gerechtigkeit ist also Vergeltung und Austausch unter der Voraussetzung einer ungefähr gleichen Machtstellung. So gehört ursprünglich die Rache in den Bereich der Gerechtigkeit. Sie ist ein Austausch, ebenso die Dankbarkeit. Gerechtigkeit geht natürlich auf den Gesichtspunkt einer einsichtigen Selbsterhaltung zurück, also auf den Egoismus jener Überlegung, wozu sollte ich mich nutzlos schädigen und mein Ziel vielleicht doch nicht erreichen. So viel vom Ursprung der Gerechtigkeit. Dadurch, dass die Menschen ihrer intellektuellen Gewohnheit gemäß den ursprünglichen Zweck sogenannter gerechter, billiger Handlungen vergessen haben und namentlich, weil durch Jahrtausende hindurch die Kinder angelernt worden sind, solche Handlungen zu bewundern und nachzuahmen, ist allmählich der Anschein entstanden, als sei eine gerechte Handlung eine unegoistische. Auf diesem Anschein aber beruht die hohe Schätzung derselben, welche überdies, wie alle Schätzungen, fortwährend noch im Wachsen ist,
denn etwas Hochgeschätztes wird mit Aufopferung erstrebt, nachgeahmt, vervielfältigt und wächst dadurch, daß der Wert der aufgewandten Mühe und Beeiferung von jedem Einzelnen noch zum Werte des geschätzten Dinges hinzugeschlagen wird. Wie wenig moralisch sähe die Welt ohne die Vergeßlichkeit aus! Ein Dichter könnte sagen, daß Gott die Vergeßlichkeit als Türhüterin an die Tempelschwelle der Menschenwürde hingelagert habe. Ende von Ursprung der Gerechtigkeit von Friedrich Nietzsche. Wer unter Menschen zu leben hat, darf keine Individualität unbedingt verwerfen. Von Arthur Schopenhauer. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Gelesen von Rolf Kaiser, Bochum, Deutschland, im Oktober 2009. Wer unter Menschen zu leben hat, darf keine Individualität unbedingt verwerfen. Von Arthur Schopenhauer. Um durch die Welt zu kommen, ist es zweckmäßig, einen großen Vorrat von Vorsicht und Nachsicht mitzunehmen. Durch erstere wird man vor Schaden und Verlust, durch letztere vor Streit und Händel geschützt. Wer unter Menschen zu leben hat, darf keine Individualität, sofern sie doch einmal von der Natur gesetzt und gegeben ist, unbedingt verwerfen. Auch nicht die schlechteste, erbärmlichste oder lächerlichste. Er hat sie vielmehr zu nehmen als ein unabänderliches, welches infolge eines ewigen und metaphysischen Prinzips so sein muß, wie es ist, und in den argen Fällen soll er denken, es muß auch solche Käuze geben. Hält er es anders, so tut er Unrecht und fordert den andern heraus zum Kriege auf Tod und Leben. Denn seine eigentliche Individualität, das heißt seinen moralischen Charakter, seine Erkenntniskräfte, sein Temperament, seine Physiognomie und so weiter, kann keiner ändern. Verdammen wir nun sein Wesen ganz und gar, so bleibt ihm nichts übrig, als in uns einen Todfeind zu bekämpfen, denn wir wollen ihm das Recht zu existieren nur unter der Bedingung zugestehen, dass er ein anderer werde, als er unabänderlich ist. Darum also müssen wir, um unter Menschen leben zu können, jeden mit seiner gegebenen Individualität, wie immer sie auch ausgefallen sein mag, bestehen und gelten lassen, und dürfen bloß darauf bedacht sein, sie so wie ihre Art und Beschaffenheit es zulässt, zu benutzen, aber weder auf ihre Änderung hoffen, noch sie, so wie sie ist, schlechthin verdammen. Bei Menschen ist am klügsten zu denken, ändern werde ich ihn nicht, also will ich ihn benutzen. Dies ist der wahre Sinn des Spruches, leben und leben lassen. Die Aufgabe ist indessen nicht so leicht, wie sie gerecht ist, und glücklich ist zu schätzen, wer gar manche Individualitäten auf immer meiden darf. Ende von Wer unter Menschen zu leben hat, darf keine Individualität unbedingt verwerfen. Von Arthur Schopenhauer. Alle Beschränkung beglückt. Von Arthur Schopenhauer.
Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Gelesen von Rolf Kaiser, Bochum, Deutschland, im Oktober 2009. Alle Beschränkung beglückt. Von Arthur Schopenhauer. Je enger unser Gesichts-, Wirkungs- und Berührungskreis, desto glücklicher sind wir. Je weiter, desto öfter fühlen wir uns gequält oder geängstigt. Denn mit ihm vermehren und vergrößern sich die Sorgen, Wünsche und Schrecknisse. Darum sind sogar Blinde nicht so unglücklich, wie es uns a priori scheinen muß. Dies bezeugt die sanfte, fast heitere Ruhe in ihren Gesichtszügen. Auch beruht es zum Teil auf dieser Regel, daß die zweite Hälfte des Lebens trauriger ausfällt als die erste. Denn im Laufe des Lebens wird der Horizont unserer Zwecke und Beziehungen immer weiter. In der Kindheit ist er auf die nächste Umgebung und die engsten Verhältnisse beschränkt. Im Jünglingsalter reicht er schon bedeutend weiter. Im Mannesalter umfasst er unsern ganzen Lebenslauf, ja, erstreckt sich oft auf die entferntesten Verhältnisse, auf Staaten und Völker. Im Greisenalter umfasst er die Nachkommen. Jede Beschränkung hingegen, sogar die geistige, ist unserm Glücke förderlich, denn je weniger Erregung des Willens, desto weniger Leiden, und wir wissen, dass das Leiden das Positive, das Glück bloß negativ ist. Beschränktheit des Wirkungskreises benimmt dem Willen die äußeren Veranlassungen zur Erregung, Beschränktheit des Geistes die innern. Nur hat letztere den Nachteil, dass sie der Langenweile die Tür öffnet, welche mittelbar die Quelle unzähliger Leiden wird, indem man, um nur sie zu bannen, nach allem greift, also Zerstreuung, Gesellschaft, Luxus, Spiel, Trunk und so weiter versucht, welche jedoch Schaden, Unglück, Ruin jeder Art herbeiziehen. Wie sehr hingegen die äußere Beschränkung dem menschlichen Glücke, soweit es gehen kann, förderlich, ja notwendig sei, ist daran ersichtlich, dass die einzige Dichtungsart, welche glückliche Menschen zu schildern unternimmt, das Idyll, sie stets und wesentlich in höchst beschränkter Lage und Umgebung darstellt. Das Gefühl der Sache liegt auch unserm Wohlgefallen an den sogenannten Genrebildern zugrunde. Demgemäß wird die möglichste Einfachheit unserer Verhältnisse und sogar die Einförmigkeit der Lebensweise, solange sie nicht Langeweile erzeugt, beglücken, weil sie das Leben selbst, folglich auch die ihm wesentliche Last, am wenigsten spüren lässt. Es fließt dahin wie ein Bach ohne Wellen und Strudel. Ende von Alle Beschränkung beglückt von Arthur Schopenhauer. Die Lesekabinette aus Schilderungen aus Paris von Ludwig Börne, 1822 bis 24. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Gelesen von Rolf Kaiser, Bochum, Deutschland, im Oktober 2009. Die Lesekabinette aus Schilderungen aus Paris von Ludwig Börne, 1822 bis 24. Im Jahre 1789 hatte Paris nur ein einziges Lesekabinett.
Jetzt gibt es kaum eine Straße von Bedeutung, in der man nicht wenigstens eines fände. Gut, daß Sie in den freien Tagen dafür gesorgt, der Volksbildung Brunnen genug zu graben. Denn bei dem Belagerungszustande, worin sich diese jetzt befindet, wäre sie verloren, wenn es nur eine Quelle abzuleiten gäbe. Das Lesen überhaupt, besonders das Lesen der politischen Zeitungen, hat in der Volkssitte tiefe Wurzeln geschlagen. Und man müßte den französischen Boden vom Grunde aufwühlen, wollte man die allgemeine Teilnahme an bürgerlichen Angelegenheiten wieder ausrotten. Man muß es ihnen zum Ruhme nachsagen, daß es nicht bloß eitle Neugierde ist, die sie zu den Zeitungen lockt, denn wenn es dieses wäre, könnten ihnen die Blätter, die öfterer Betrachtungen als Geschichten enthalten, wenig Befriedigung geben. Alles liest, jeder liest. Der Mietkutscher auf seinem Bocke zieht ein Buch aus der Tasche, sobald sein Herr ausgestiegen ist. Die Obsthökerin lässt sich von ihrer Nachbarin den Constitutionnel vorlesen, und der Portier liest alle Blätter, die im Hotel für die Fremden abgegeben werden. Der Abonnent mag sich jeden Morgen die Arme müde klingeln. Der Portier bringt ihm nicht eher sein Blatt, bis er es selbst gelesen. Für einen Sittenmaler gibt es keinen reichern Anblick als der Garten des Palais Royal in den Vormittagsstunden. Tausend Menschen halten Zeitungen in der Hand und zeigen sich in den mannigfaltigsten Stellungen und Bewegungen. Der eine sitzt, der andere steht, der dritte geht, bald langsamern, bald schnellern Schrittes. Jetzt zieht eine Nachricht seine Aufmerksamkeit stärker an. Er vergisst, den zweiten Fuß hinzustellen und steht einige Sekunden lang wie ein Säulenheiliger auf einem Beine. Andere stehen an Bäume gelehnt, andere an den Geländern, welche die Blumenbeete einschließen, andere an den Pfeilern der Arkaden. Der Metzgerknecht wischt sich die blutigen Hände ab, die Zeitung nicht zu röten, und der ambulierende Pastetenbäcker lässt seine Kuchen kalt werden über dem Lesen. Wenn einst Paris auf gleiche Weise unterginge wie Herculanum und Pompeji untergegangen, und man deckte den Palais Royal und die Menschen darin auf und fände sie in derselben Stellung, worin sie der Tod überrascht, die Papierblätter in den Händen wären zerstäubt, würden die Altertumsforscher sich die Köpfe zerbrechen, was alle diese Menschen eigentlich gemacht hatten, als die Lava über sie kam. Kein Markt, kein Theater war da, das zeigt die Örtlichkeit. Kein sonstiges Schauspiel hatte die Aufmerksamkeit angezogen, denn die Köpfe sind nach verschiedenen Seiten gerichtet und der Blick war zur Erde gesenkt. »Was haben Sie denn getan?« wird man fragen, und keiner wird darauf antworten, »Sie haben Zeitungen gelesen.« In den Lesekabinetten abonniert man sich monatlich oder man bezahlt für jeden Besuch oder auch für jede einzelne Zeitung. Man findet dort alle Pariser und in den Bessern auch alle ausländischen Blätter. In dem Kabinette, welches der Buchhändler Galliani hält, das meistens von Engländern besucht wird, finden sich nicht bloß alle englischen, schottischen und irländischen Zeitungen, sondern auch die aus den ost- und westindischen Kolonien. Der lange Tisch, worauf die englischen Zeitungen liegen, gleicht mit seinen Riesenblättern einer aufgehobenen Speisetafel, die mit hingeworfenen Servietten in Unordnung bedeckt ist. An Größe übertreffen die englischen Zeitungen alle übrigen europäischen, nach ihnen kommen die spanischen, dann die französischen, auf diese folgen die deutschen und die italienischen kommen zuletzt.
Ich wollte schon den Satz aufstellen, daß man an dem Format der politischen Blätter den Umfang der bürgerlichen Freiheit jedes Landes abmessen könne, als mich die Frankfurter Oberpostamtszeitung, die in Folio erscheint, von dieser falschen Theorie noch zeitig abhielt. In mehrern Lesekabinetten fehlt es auch nicht an deutschen Blättern. Man nimmt aber einiges daran wahr, was einen Deutschen nicht wenig schmerzt. Die Allgemeine Zeitung etwa ausgenommen, werden keine deutschen Blätter in den Lesekabinetten eigens gehalten, sondern sie werden von den Pariser Zeitungsredaktoren, nachdem sie ihren Gebrauch davon gemacht, den folgenden Tag dahin abgegeben. Alle andern ausländischen Zeitungen werden den französischen gleich geachtet, jeden Morgen gefalzt, angenäht und gehörig aufgelegt. Die Deutschen aber werden als verschmähte Aschenbrödels behandelt und in einen dunklen Winkel oder packweise in eine Mappe gesteckt. Diese so gutmütigen, stillen und bescheidenen Zeitungen, die ihr letztes Stückchen Brot jedem hingeben, der es fordert, und lieber verhungern als versagen, wird der Himmel gewiß noch einst für ihre Demut belohnen. Zieht man nun das deutsche Zeitungspack aus der Mappe hervor, so finden sich die Blätter zerrissen, zerknittert, die Nummern liegen nicht in Ordnung, viele fehlen, und die Zeitungen der verschiedenen Staaten und Städte sind neben und ineinander in der größten Verwirrung gelegt. In der preußischen Staatszeitung findet man überrascht eine Beilage der Wiener Hofzeitung, in der Allgemeinen Zeitung steckt ein Kunstblatt, der Nürnberger Korrespondent schließt eine Bauernzeitung ein. Der österreichische Beobachter hält die Neckar-Zeitung liebend umschlungen. Und will man ein verlorenes Stück des literarischen Wochenblattes lesen, muss man ein Morgenblatt herumdrehen, worin jenes Kopf unten steckt. Das Journal de Francfort ist in seiner wahren und natürlichen Gestalt selten zu sehen. Es ist gewöhnlich ausgezackt wie ein Frisierkamm, weil die Pariser Zeitungsredaktoren, aus deren Büros es kommt, die deutschen Nachrichten abgeschnitten in die Druckerei schicken und sich dadurch die Mühe des Übersetzens ersparen. Es herrscht in diesen Lesekabinetten die feierlichste Stille. Nicht das leiseste Wörtchen vernimmt man, ob zwar dort nicht, wie in musterhaften deutschen Lesegesellschaften, der Paragraph der Statuten, der das Sprechen verbietet, an die Wand genagelt ist, noch eine Schelle auf dem Tische steht, die Störenden zu mahnen. Wenn Franzosen schweigen, so ist dieses ein unwiderleglicher Beweis, dass ihre Aufmerksamkeit eifrig und ernst beschäftigt ist. Denn bei den anderen Gelegenheiten wie an Speisetischen machen vier Franzosen einen größeren Lärm als der ganze weiße Schwan in Frankfurt am Main während der zweiten Messwoche mit allen seinen Gästen. Die Zeitungskabinette sind gewöhnlich mit Bibliotheken verbunden, die von den Besuchenden mit wahrhaft jugendlichem Schulfleiße benutzt werden. Es ist dieses für unbemittelte Studierende und Literaturfreunde oder für solche, denen es an Bequemlichkeit häuslicher Einrichtung fehlt, eine sehr wohltätige Anstalt. Man bezahlt monatlich 6 Franken und für diese geringe Summe kann man den ganzen Tag in einem solchen Kabinett arbeiten, hat im Winter Feuerung und Licht unentgeltlich und alle nötigen Bücher bei der Hand. Viele sind dort einheimisch und verlassen das Kabinett bloß, wenn sie zu Bette gehen. Auch sieht man da manche ehrwürdige, narbenvolle Veteranen, die ernst, stolz und wehmütig auf die Erbärmlichkeit der Zeit herabsehen und, weil ihr Mund zu schmeicheln und ihr Arm zu drohen verschmäht, die Waffen mit den Wissenschaften vertauschen und, sei es um Brot oder um Beschäftigung zu finden, den ganzen Tag emsig lesen, Auszüge machen und schreiben.
Ende von Die Lesekabinette aus Schilderungen aus Paris von Ludwig Börne. Unverhofftes Wiedersehen von Johann Peter Hebel, 1811. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Gelesen von Rolf Kaiser, Bochum, Deutschland, im Oktober 2009. Unverhofftes Wiedersehen von Johann Peter Hebel, 1811. In Falun in Schweden küßte vor guten 50 Jahren und mehr ein junger Bergmann seine junge, hübsche Braut und sagte zu ihr: Auf St. Luciae wird unsere Liebe von des Priesters Hand gesegnet. Dann sind wir Mann und Weib und bauen uns ein eigenes Nestlein. Und Friede und Liebe soll darin wohnen, sagte die schöne Braut mit holdem Lächeln, denn du bist mein Einziges und Alles, und ohne dich möchte ich lieber im Grab sein als an einem andern Ort. Als sie aber vor St. Luciae der Pfarrer zum zweiten Mal in der Kirche ausgerufen hatte, so nun jemand Hindernis wüsste anzuzeigen, warum diese Personen nicht möchten ehelich zusammenkommen, da meldete sich der Tod. Denn als der Jüngling den andern Morgen in seiner schwarzen Bergmannskleidung an ihrem Haus vorbeiging, der Bergmann hat sein Totenkleid immer an, da klopfte er zwar noch einmal an ihrem Fenster und sagte ihr guten Morgen, aber keinen guten Abend mehr. Er kam nimmer aus dem Bergwerk zurück, und sie saumte vergeblich, selbigen Morgen ein schwarzes Halstuch mit rotem Rand für ihn zum Hochzeittag. Sondern als er nimmer kam, legte sie es weg und weinte um ihn und vergaß ihn nie. Unterdessen wurde die Stadt Lissabon in Portugal durch ein Erdbeben zerstört, und der Siebenjährige Krieg ging vorüber, und Kaiser Franz der Erste starb, und der Jesuitenorden wurde aufgehoben, und Polen geteilt, und die Kaiserin Maria Theresia starb, und der Struensee wurde hingerichtet, Amerika wurde frei, und die vereinigte französische und spanische Macht konnte Gibraltar nicht erobern. Die Türken schlossen den General Stein in der Veteranerhöhle in Ungarn ein, und der Kaiser Joseph starb auch. Der König Gustav von Schweden eroberte Russisch-Finnland, und die Französische Revolution und der lange Krieg fing an, und der Kaiser Leopold II. Ging auch ins Grab. Napoleon eroberte Preußen, und die Engländer bombardierten Kopenhagen, und die Ackerleute säeten und schnitten, der Müller malte, und die Schmiede hämmerten, und die Bergleute gruben nach den Metalladern in ihrer unterirdischen Werkstatt. Als aber die Bergleute in Falun im Jahr 1809 etwas vor oder nach Johannis zwischen zwei Schachten eine Öffnung durchgraben wollten, gute 300 Ellen tief unter dem Boden, gruben sie aus dem Schutt und Vitriolwasser den Leichnam eines Jünglings heraus, der ganz mit Eisenvitriol durchdrungen, sonst aber unverwest und unverändert war, also daß man seine Gesichtszüge und sein Alter noch völlig erkennen konnte. Als wenn er erst vor einer Stunde gestorben oder ein wenig eingeschlafen wäre an der Arbeit. Als man ihn aber zu Tag ausgefördert hatte, Vater und Mutter, Gefreunde und Bekannte waren schon lange tot. Kein Mensch wollte den schlafenden Jüngling kennen oder etwas von seinem Unglück wissen, bis die ehemalige Verlobte des Bergmanns kam, der eines Tages auf die Schicht gegangen war und nimmer zurückkehrte.
Grau und zusammengeschrumpft kam sie an einer Krücke an den Platz und erkannte ihren Bräutigam. Und mehr mit freudigem Entzücken als mit Schmerz sank sie auf die geliebte Leiche nieder, und erst als sie sich von einer langen, heftigen Bewegung des Gemüts erholt hatte, »Es ist mein Verlobter«, sagte sie endlich, »um den ich 50 Jahre lang getrauert hatte und den mich Gott noch einmal sehen lässt vor meinem Ende. 8 Tage vor der Hochzeit ist er unter die Erde gegangen und nimmer heraufgekommen.« Da wurden die Gemüter aller Umstehenden von Wehmut und Tränen ergriffen, als sie sahen, die ehemalige Braut jetzt in der Gestalt des hingewelkten, kraftlosen Alters und den Bräutigam noch in seiner jugendlichen Schöne und wie in ihrer Brust nach 50 Jahren die Flamme der jugendlichen Liebe noch einmal erwachte. Aber er öffnete den Mund nimmer zum Lächeln oder die Augen zum Wiedererkennen. Und wie sie ihn endlich von den Bergleuten in ihr Stüblein tragen ließ, als die einzige, die ihm angehöre und ein Recht an ihn habe, bis sein Grab gerüstet sei auf dem Kirchhof. Den andern Tag, als das Grab gerüstet war auf dem Kirchhof und ihn die Bergleute holten, schloss sie ein Kästlein auf, legte sie ihm das schwarzseidene Halstuch mit roten Streifen um und begleitete ihn alsdann in ihrem Sonntagsgewand, als wenn es ihr Hochzeittag und nicht der Tag seiner Beerdigung wäre. Denn als man ihn auf dem Kirchhof ins Grab legte, sagte sie, »Schlafe nun wohl noch einen Tag oder 10 im kühlen Hochzeitbett und lass dir die Zeit nicht lange werden. Ich habe nur noch wenig zu tun und komme bald, und bald wird's wieder Tag. Was die Erde einmal wiedergegeben hat, wird sie zum zweiten Mal auch nicht behalten«, sagte sie, als sie fortging und noch einmal umschaute. Ende von »Unverhofftes Wiedersehen« von Johann Peter Hebel. Ein ganzes Leben in einen Feuertropfen bringen. Briefe aus Paris, 7. Brief von Ludwig Börne, 1832. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Gelesen von Rolf Kaiser, Bochum, Deutschland, im Oktober 2009. Ein ganzes Leben in einen Feuertropfen bringen. Briefe aus Paris, 7. Brief von Ludwig Börne, 1832. Paris, Dienstag, den 21. September 1830. Schreiben, Schriftstellern, Gedanken bauen, wie wäre mir das möglich hier? Der Boden wankt unter meinen Füßen, es schwindelt um mich her, mein Herz ist seekrank. Manchmal kömmt es mir selbst spaßhaft vor, daß ich die Sorgen eines Königs habe und so angstvoll warte auf die Entscheidung der Schlacht, als hätte ich dabei eine Krone zu gewinnen oder zu verlieren. Ach, wäre ich doch nur König einen kurzen Monat, wahrlich, ich wollte keine Sorgen haben, aber geben wollte ich sie. Die tägliche, ja allstündliche Bemühung der stärksten Denkreize macht die Menschen hier endlich stumpf und gedankenlos. Wenn es nicht so wäre, man ertrüge nicht Paris ein ganzes Leben durch.
Die Erfahrung, die anfänglich bedächtig macht, macht später leichtsinnig, und so erkläre und entschuldige ich den Leichtsinn dieses Volkes. Wir Deutschen, die wir am längsten unter einem sanften, wolkenfreien Traumhimmel lebten, sind rheumatisch, sobald wir wachen. Wir spüren jede Erfahrung, und jeder Wechsel der Empfindung macht uns krank. Diesen Mittag stand ich eine halbe Stunde lang vor dem Eingange des Museums und ergötzte mich an der unvergleichlichen Beredsamkeit, Geistesgegenwart und Keckheit eines Marktschreiers, der ein Mittel gegen Taubheit feilbot und mehrere aus der umstehenden Menge in Zeit von wenigen Minuten von dieser Krankheit heilte. Als ich unter dem herzlichsten Lachen fortging, dachte ich, mit diesem Spaß ernähre ich mich den ganzen Tag, und er dauerte keine 3 Minuten lang, keine 30 Schritte weit. Im Hofe des Louvres begegnete ich einem feierlichen Trauerzuge, dessen Spitze dort stillhielt, um sich zu ordnen. Voraus ein Trupp Nationalgarden, welche dumpfe Trommeln schlugen, und dann ein unabsehbares Gefolge von stillen, ernsten, bescheidenen, meistens jungen Bürgern, die paarweise gingen und in ihren Reihen viele Fahnen und Standarten trugen, welche mit schwarzen Flören behängt, und deren Inschriften von Immortellen oder Lorbeeren bekränzt waren. Ich sah, fragte, und als ich die Bedeutung erfuhr, fing mein Blut, das kurz vorher noch so friedlich durch die Adern floß, heftig zu stürmen an, und ich verwünschte mein Geschick, das mich verurteilte, jeden Schmerz verdampfen zu lassen wie eine heiße Suppe und ihn dann löffelweise hinunterzuschlucken. Wie glücklich ist der Kämpfer in der Schlacht, der seinen Schmerz, seinen Zorn kann ausbluten lassen und der keine andere Schwäche fühlt, als die dem Gebrauche der Kraft nachfolgt. Es war eine Todesfeier für jene 4 Unteroffiziere, welche in der Verschwörung von Bertin der Gewalt in die Hände gefallen und als wehrlose Gefangene ermordet wurden. Heute vor 8 Jahren wurden sie auf dem Gräveplatz niedergemetzelt, und weil es ein Mord mit Floskeln war, nannte man es eine Hinrichtung. Abends war Konzert bei Hofe. Es ist zum Rasendwerden. 8 Jahre sind es erst, und schon hat sich in Tugend umgewandelt, was damals für Verbrechen galt. Wenn man, wie es die Menschlichkeit und das Kriegsrecht will, auch die im Freiheitskampfe Besiegten in Gefangenschaft behielte, statt sie zu töten, dann lebten jene unglücklichen Jünglinge noch. Mit welchem Siegesjubel wäre ihr Kerker geöffnet worden, mit welchem Entzücken hätten sie das Licht, die Luft der Freiheit begrüßt. Könige sind schnell, weil sie wissen, dass es keine Ewigkeit gibt für sie, und Völker sind langsam, weil sie wissen, dass sie ewig dauern. Hier ist der Jammer. Wie damals, als ich die fluchwürdige Hinrichtung mit angesehen, so war auch heute mein Zorn weniger gegen den Übermut der Gewalt als gegen die niederträchtige Feigheit des Volkes gerichtet. Einige 1000 Mann waren zum Schutze der Henkerei versammelt. Diese waren eingeschlossen, eingeengt von 100.000 Bürgern, welchen allen Hass und Wut im Herzen kochte. Es war kein Leben, kaum eine Wunde dabei zu wagen.
hätten sie sich nur so viel bemüht, als sie es jeden Abend mit Fröhlichkeit tun, sich in die Schauspielhäuser zu drängen, hätten sie nur rechts und links mit den Ellenbogen gestoßen, die Tyrannei wäre erdrückt und ihr Schlachtopfer gerettet worden. Aber die abergläubische Furcht vor der Soldatenmacht. Warum taten sie nicht damals schon, was sie 8 Jahre später getan? Es ist zum Verzweifeln, dass ein Volk sich erst berauschen muß in Haß, ehe es den Mut bekömmt, ihn zu befriedigen, dass es nicht eher sein Herz findet, bis es den Kopf verloren. Mit solchen Gedanken ging ich neben dem Zuge her und begleitete ihn bis auf den Gräveplatz. Dort schlossen sie einen Kreis, und einer stellte sich auf eine Erhöhung und schickte sich zu reden an. Was an diesem Orte und über solche jammervolle Geschichten zu sagen ist, war mir bekannt genug. Ich ging die neue Kettenbrücke hinan, die jetzt vom Gräveplatz hinüberführt, und setzte mich auf eine der Bänke dort, um auszuruhen. Ich sah den Strom hinab, maß die kurze Entfernung zwischen dem Louvre, wo Frankreichs Könige herrschten, und dem Revolutionsplatze, wo sie gerichtet wurden von ihrem Volke. Und ich erstaunte, daß die Gerechtigkeit, wenn auch eine Schnecke, so lange Zeit gebrauchte, diesen kurzen Weg zurückzulegen. Zwischen der Bartholomäusnacht und der Eroberung der Bastille sind mehr als 2 Jahrhunderte verflossen. Heillos wuchert die Rache der Könige, aber die edle Rache der Völker hat niemals Zinsen begehrt. Man kann ungestört träumen auf dieser Brücke. Sie ist nur für Fußgänger, und so oft einer darüber ging, zitterte die ganze Brücke unter mir, und mir zitterte das Herz in der Brust. Hier, an dieser Stelle, wo ich saß, fiel in den Julitagen ein edler Jüngling für die Freiheit. Noch ist kein Winter über sein Grab gegangen, noch hat kein Sturm die Asche seines Herzens abgekühlt. Die Königlichen hatten den Gräveplatz besetzt und schossen über den Fluss, die von jenseits andrängenden Studenten abzuhalten. Da trat ein Zögling der Polytechnischen Schule hervor und sprach: »Freunde, wir müssen die Brücke erstürmen, folgt mir!« »Wenn ich falle, gedenket meiner. Ich heiße D'Arcole, es ist ein Name guter Vorbedeutung. Hinauf!« Er sprach's und fiel, von 10 Kugeln durchbohrt. Jetzt liest man in goldenen Buchstaben auf der Pforte, die sich über die Mitte der Brücke wölbt, »Pont D'Arcole«, und auf der anderen Seite »Le 28 juillet 1830«. Für Ossians Aberglauben hätte ich in dieser Stunde meine ganze Philosophie hingegeben. Wie hätte es mich getröstet, wie hätte ich mich versöhnt mit dem zürnenden Himmel, hätte ich glauben können, um stille Mitternacht schreitet der Geist des gefallenen Helden über die Kettenbrücke, setzt sich auf die eiserne Bank und schaut hinauf nach seinem goldenen Namen, der im Glanze des Mondes blinkt. Dann vernehmen, die am Ufer wohnen, ein leises, seliges Jauchzen, süß wie sterbender Flötenton, und sagen: »Das ist D'Arcoles Freude.« Tugend, Entsagung, Aufopferung. Ich habe dort viel darüber nachgedacht. Soll man oder soll man nicht? Der Ruhm, er ist ein schöner Wahnsinn, aber doch ein Wahnsinn aller. Was heißt Wahnsinn? Die Vernunft des Einzelnen.
was nennt ihr Wahrheit? Die Täuschung, die Jahrhunderte alt geworden. Was Täuschung? Die Wahrheit, die nur eine Minute gelebt. Ist es aber die letzte Minute unseres Lebens, folgt ihr keine andere nach, die uns enttäuscht, dann wird die Täuschung der Minute zur ewigen Wahrheit. Ja, das ist's. O schöner Tod des Helden, der für einen Glauben stirbt. Alles für nichts gewonnen. Die Zukunft zur Gegenwart machen, die kein Gott uns rauben kann. Sich sicherzustellen vor allen Täuschungen. Unverfälschtes, ungewässertes Glück genießen. Die Freuden und Hoffnungen eines ganzen Lebens in einen Feuertropfen bringen, ihn kosten und dann sterben. Ich habe es ausgerechnet bis auf den kleinsten Bruch. Es ist Verstand darin. Ich ging auf der andern Seite zurück. Dort fragte mich ein Bürger, der das Gedränge auf dem Gräveplatz bemerkte: »Est-ce que l'on guillotine?« Ich antwortete: »Au contraire, on déguillotine.« »Wird guillotiniert? Ist das nicht köstlich gefragt?« Ich glaube, dass ich darüber gelacht. Ende von »Ein ganzes Leben in einen Feuertropfen bringen«. Briefe aus Paris, 7. Brief von Ludwig Börne. Die Zauberei im Herbste von Josef von Eichendorff. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Die Zauberei im Herbste von Josef von Eichendorff. Ein Märchen. Ritter Ubaldo war an einem heiteren Herbstabend auf der Jagd weit von den Seinigen abgekommen und ritt eben zwischen einsamen Waldbergen hin, als er von dem einen derselben einen Mann in seltsamer, bunter Kleidung herabsteigen sah. Der Fremde bemerkte ihn nicht, bis er dicht vor ihm stand. Ubaldo sah nun mit Verwunderung, dass derselbe einen sehr zierlichen und prächtig geschmückten Wams trug, der aber durch die Zeit altmodisch und unscheinlich geworden war. Sein Gesicht war schön, aber bleich und wild mit Bart verwachsen. Beide begrüßten einander erstaunt, und Ubaldo erzählte, dass er so unglücklich gewesen, sich hier zu verirren. Die Sonne war schon hinter den Bergen versunken, dieser Ort weit entfernt von allen Wohnungen der Menschen. Der Unbekannte trug daher dem Ritter an, heute bei ihm zu übernachten. Morgen mit dem Frühesten wolle er ihm den einzigen Pfad weisen, der aus diesen Bergen herausführe. Ubaldo willigte gerne ein und folgte nun seinem Führer durch die öden Waldesschluften. Sie kamen bald an einen hohen Fels, in dessen Fuß eine geräumige Höhle ausgehauen war. Ein großer Stein lag in der Mitte derselben, auf dem Stein stand ein hölzernes Kruzifix. Ein Lager von trockenem Laube füllte den Hintergrund der Klause. Ubaldo band sein Pferd am Eingang an, während sein Wirt stillschweigend Wein und Brot brachte. Sie setzten sich miteinander hin, und der Ritter, dem die Kleidung des Unbekannten für einen Einsiedler wenig passend schien, konnte sich nicht enthalten, ihn um seine früheren Schicksale zu befragen. »Forsche nur nicht, wer ich bin«, antwortete der Klausner streng, und sein Gesicht wurde dabei finster und unfreundlich. Dagegen bemerkte Ubaldo, dass derselbe hoch aufhorchte und dann in ein tiefes Nachsinnen versank,
als er selbst nun anfing, mancher Fahrten und rühmlicher Taten zu erwähnen, die er in seiner Jugend bestanden. Ermüdet endlich streckte sich Ubaldo auf das ihm angebotene Laub hin und schlummerte bald ein, während sein Wirt sich am Eingang der Höhle niedersetzte. Mitten in der Nacht fuhr der Ritter, von unruhigen Träumen geschreckt, auf. Er richtete sich mit halbem Leibe empor. Draußen beschien der Mond sehr hell den stillen Kreis der Berge. Auf dem Platz vor der Höhle sah er seinen Wirt unruhig unter den hohen, schwankenden Bäumen auf- und abwandeln. Er sang dabei mit hohler Stimme ein Lied, wovon Ubaldo nur abgebrochen ungefähr folgende Worte vernehmen konnte: Aus der Kluft trieb mich das Bangen, alte Klänge nach mir langen, süße Winde, lasst mich los, oder wirf mich ganz danieder, vor dem Zauber dieser Lieder, bergend in der Erde Schoß. Gott, inbrünstig möcht ich beten, doch der Erde Bilder treten immer zwischen dich und mich, und ringsum der Wälder Sausen füllt die Seele mir mit Grausen. Strenger Gott, ich fürchte dich. Ach, so brich auch meine Ketten, alle Menschen zu erretten, gingst du ja in bitteren Tod. Irrend an der Hölle Toren, ach, wie bald bin ich verloren, Jesus, hilf in meiner Not. Der Sänger schwieg wieder, setzte sich auf einen Stein und schien einige unvernehmliche Gebete herzumurmeln, die aber vielmehr wie verwirrte Zauberformeln klangen. Das Rauschen der Bäche von den nahen Bergen und das leise Sausen der Tannen sang seltsam mit darein, und Ubaldo sank, vom Schlafe überwältigt, wieder auf sein Lager zurück. Kaum blitzten die ersten Morgenstrahlen durch die Wipfel, als auch der Einsiedler schon vor dem Ritter stand, um ihm den Weg aus den Schluften zu weisen. Wohlgemut schwang sich Ubaldo auf sein Pferd, und sein sonderbarer Führer schritt schweigend neben ihm her. Sie hatten bald den Gipfel des letzten Berges erreicht, da lag plötzlich die blitzende Tiefe mit Strömen, Städten und Schlössern im schönsten Morgenglanze zu ihren Füßen. Der Einsiedler schien selber überrascht. »Ach, wie schön ist die Welt!« rief er bestürzt aus, bedeckte sein Gesicht mit beiden Händen und eilte so in die Wälder zurück. Kopfschüttelnd schlug Ubaldo nun den wohlbekannten Weg nach seinem Schlosse ein. Die Neugierde trieb ihn indessen gar bald von Neuem nach der Einöde, und er fand mit einiger Mühe die Höhle wieder, wo ihn der Klausner diesmal weniger finster und verschlossen empfing. Dass derselbe schwere Sünde redlich abbüßen wolle, hatte Ubaldo wohl schon aus jenem nächtlichen Gesange entnommen, aber es kam ihm vor, als ob dieses Gemüt fruchtlos mit dem Feinde ringe, denn in seinem Wandel war nichts von der heiteren Zuversicht einer wahrhaft gottergebenen Seele, und gar oft, wenn sie im Gespräch beieinander saßen, brach eine schwer unterdrückte, irdische Sehnsucht mit einer fast furchtbaren Gewalt aus den irreflammenden Augen des Mannes, wobei alle seine Mienen sonderbar zu verwildern und sich gänzlich zu verwandeln schienen. Dies bewog den frommen Ritter, seine Besuche öfter zu wiederholen, um den Schwindelnden mit der ganzen vollen Kraft eines ungetrübten, schuldlosen Gemüts zu umfassen und zu erhalten. Seinen Namen und früheren Wandel verschwieg der Einsiedler indessen fortdauernd. Es schien ihm vor der Vergangenheit zu schaudern. Doch wurde er mit jedem Besuch sichtbar ruhiger und zutraulicher. Ja, es gelang dem guten Ritter endlich sogar, ihn einmal zu bewegen, ihm nach seinem Schlosse zu folgen. Es war schon Abend geworden, als sie auf der Burg anlangten. Der Ritter ließ daher ein wärmendes Kaminfeuer anlegen und brachte von dem besten Wein, den er hatte.
Der Einsiedler schien sich hier zum ersten Male ziemlich behaglich zu fühlen. Er betrachtete sehr aufmerksam ein Schwert und andere Waffenstücke, die im Widerschein des Kaminfeuers funkelnd dort an der Wand hingen, und sah dann wieder den Ritter lange schweigend an. »Ihr seid glücklich«, sagte er, »und ich betrachte eure feste, freudige, männliche Gestalt mit wahrer Scheu und Ehrfurcht, wie ihr euch unbekümmert durch Leid und Freud bewegt und das Leben ruhig regieret, während ihr euch demselben ganz hinzugeben scheint. Gleich einem Schiffer, der bestimmt weiß, wo er hinsteuern soll und sich von dem wunderbaren Liede der Sirenen unterwegs nicht irre machen lässt. Ich bin mir in eurer Nähe schon oft vorgekommen wie ein feiger Tor oder ein Wahnsinniger. Es gibt vom Leben Berauschte. Ach, wie schrecklich ist es, dann auf einmal wieder nüchtern zu werden.« Der Ritter, welcher diese ungewöhnliche Bewegung seines Gastes nicht ungenutzt vorbeigehen lassen wollte, drang mit gutmütigem Eifer in denselben, ihm nun endlich einmal seine Lebensgeschichte zu vertrauen. Der Klausner wurde nachdenkend. »Wenn ihr mir versprecht«, sagte er endlich, »ewig zu verschweigen, was ich euch erzähle, und mir erlaubt, alle Namen wegzulassen, so will ich es tun.« Der Ritter reichte ihm die Hand und versprach ihm freudig, was er forderte, rief seine Hausfrau, deren Verschwiegenheit er verbürgte, herein, um auch sie an der von beiden lange ersehnten Erzählung teilnehmen zu lassen. Sie erschien, ein Kind auf dem Arme, das andere an der Hand führend. Es war eine hohe, schöne Gestalt in verblühender Jugend, still und mild wie die untergehende Sonne. Noch einmal in den lieblichen Kindern die eigene versinkende Schönheit abspiegelnd. Der Fremde wurde bei ihrem Anblick ganz verwirrt. Er riss das Fenster auf und schaute einige Augenblicke über den nächtlichen Waldgrund hinaus, um sich zu sammeln. Ruhiger trat er darauf wieder zu ihnen. Sie rückten alle dichter um den lodernden Kamin, und er begann folgendermaßen. Die Herbstsonne stieg lieblich wärmend über die farbigen Nebel, welche die Täler um mein Schloss bedeckten. Die Musik schwieg, das Fest war zu Ende, und die lustigen Gäste zogen nach allen Seiten davon. Es war ein Abschiedsfest, das ich meinem liebsten Junggesellen gab, welcher heute mit seinem Häuflein dem Heiligen Kreuze zuzog, um dem großen christlichen Heere das gelobte Land erobern zu helfen. Seit unserer frühesten Jugend war dieser Zug der einzige Gegenstand unserer beiderseitigen Wünsche, Hoffnungen und Pläne, und ich versenke mich doch jetzt oft mit einer unbeschreiblichen Wehmut in jene stille, morgenschöne Zeit, wo wir unter den hohen Linden auf dem Felsenabhang meines Burgplatzes zusammensaßen und in Gedanken den segelnden Wolken nach jenem gebenedeiten Wunderlande folgten, wo Gottfried und die andern Helden in lichtem Glanz des Ruhms lebten und stritten. Aber wie bald verwandelte sich alles in mir. Ein Fräulein, die Blume aller Schönheit, die ich nur einige Mal gesehen und zu welcher ich, ohne dass sie davon wusste, gleich von Anfang eine unbezwingliche Liebe gefasst hatte, hielt mich in dem stillen Zwinger dieser Berge gebannt. Jetzt, da ich stark genug war, mitzukämpfen, konnte ich nicht scheiden und ließ meinen Freund allein ziehen. Auch sie war bei dem Feste zugegen, und ich schwelgte vor übergroßer Seligkeit in dem Widerglanze ihrer Schönheit. Nur erst, als sie des Morgens fortziehen wollte und ich ihr auf das Pferd half, wagte ich es ihr zu entdecken, dass ich nur ihretwillen den Zug unterlassen. Sie sagte nichts darauf, aber blickte mich groß und, wie es schien, erschrocken an und ritt dann schnell davon.
Bei diesen Worten sahen der Ritter und seine Frau einander mit sichtbarem Erstaunen an. Der Fremde bemerkte es aber nicht und fuhr weiter fort. Alles war nun fortgezogen. Die Sonne schien durch die hohen Bogenfenster in die leeren Gemächer, wo jetzt nur noch meine einsamen Fußtritte widerhallten. Ich lehnte mich lange zum Erker hinaus. Aus den stillen Wäldern unten schallte der Schlag einzelner Holzhauer herauf. Eine unbeschreiblich sehnsüchtige Bewegung bemächtigte sich in dieser Einsamkeit meiner. Ich konnte es nicht länger aushalten. Ich schwang mich auf mein Ross und ritt auf die Jagd, um dem gepressten Herzen Luft zu machen. Lange war ich umhergeirrt und befand mich endlich zu meiner Verwunderung in einer mir bis jetzt noch ganz unbekannt gebliebenen Gegend des Gebirges. Ich ritt gedankenvoll, meinen Falken auf der Hand, über eine wunderschöne Heide, über welche die Strahlen der untergehenden Sonne schräg blitzend hinfuhren. Die herbstlichen Gespinste flogen wie Schleier durch die heitere blaue Luft, hoch über die Berge weg wehten die Abschiedslieder der fortziehenden Vögel. Da hörte ich plötzlich mehrere Waldhörner, die in einiger Entfernung von den Bergen einander Antwort zu geben schienen. Einige Stimmen begleiteten sie mit Gesang. Noch nie vorher hatte mich Musik mit solcher wunderbaren Sehnsucht erfüllt als diese Töne, und noch heute sind mir mehrere Strophen des Gesanges erinnerlich, wie sie der Wind zwischen den Klängen herüberwehte. Über gelb und rote Streifen ziehen hoch die Vögel fort, trostlos die Gedanken schweifen, ach, sie finden keinen Port, und der Hörner dunkle Klage einsam nur ans Herz dir schlage. Siehst du blauer Berge Runde ferne überm Walde stehen, Bäche in dem stillen Grunde rauschend nach der Ferne gehen? Wolken, Bäche, Vögel munter, alles ziehet mit hinunter. Golden meine Locken wallen, süß mein junger Leib noch blüht, bald ist Schönheit auch verfallen, wie des Sommers Glanz verglüht. Jugend muß die Blüte neigen, rings die Hörner alle schweigen. Schlanke Arme zu umarmen, roten Mund zum süßen Kuss, weiße Brust dran zu erwarmen, reichen vollen Liebesgruß bietet dir der Hörner Schall. Süßer, komm, eh sie verhallen. Ich war wie verwirrt bei diesen Tönen, die das ganze Herz durchdrangen. Mein Falke, sobald sich die ersten Klänge erhoben, wurde scheu, schwang sich wild kreischend auf, hoch in den Lüften verschwindend, und kam nicht wieder. Ich aber konnte nicht widerstehen und folgte dem verlockenden Waldhornliede immerfort, das Sinnen verwirrend bald wie aus der Ferne klang, bald wieder mit dem Winde näher schwellte. So kam ich endlich aus dem Walde heraus und erblickte ein blankes Schloss, das auf einem Berg vor mir lag. Rings um das Schloss, vom Gipfel bis zum Walde hinab, lachte ein wunderschöner Garten in den buntesten Farben, der das Schloss wie ein Zauberring umgab. Alle Bäume und Sträucher in demselben, vom Herbste viel kräftiger gefärbt als anderswo, waren purpurrot, goldgelb und feuerfarb, hohe Astern, diese letzten Gestirne des versinkenden Sommers, brannten dort im mannigfaltigsten Schimmer. Die untergehende Sonne warf gerade ihre Strahlen auf die liebliche Anhöhe, auf die Springbrunnen und die Fenster des Schlosses, die blendend blitzten. Ich bemerkte nun, dass die Waldhörnerklänge, die ich vorhin gehört, aus diesem Garten kamen, und mitten in dem Glanze, unter wilden Weinlaubranken, sah ich, innerlich erschrocken, das Fräulein, das alle meine Gedanken meinten, zwischen den Klängen selber singend herumwandeln. Sie schwieg, als sie mich erblickte, aber die Hörner klangen fort. Schöne Knaben in seidenen Kleidern eilten herab und nahmen mir das Pferd ab.
Ich flog durch das zierlich übergoldete Gittertor auf die Terrasse des Gartens, wo meine Geliebte stand, und sank, von so viel Schönheit überwältigt, zu ihren Füßen nieder. Sie trug ein dunkelrotes Gewand, lange Schleier, durchsichtig wie die Sommerfäden des Herbstes, umflatterten die goldgelben Locken, von einer prächtigen Aster aus funkelnden Edelsteinen über der Stirn zusammengehalten. Liebreich hob sie mich auf, und mit einer rührenden, wie vor Liebe und Schmerz gebrochenen Stimme sagte sie: »Schöner, unglücklicher Jüngling, wie lieb ich dich! Schon lange lieb ich dich, und wenn der Herbst seine geheimnisvolle Feier beginnt, erwacht mit jedem Jahr mein Verlangen mit neuer, unwiderstehlicher Gewalt. Unglücklicher, wie bist du in den Kreis meiner Klänge gekommen? Lass mich und fliehe!« Mir schauderte bei diesen Worten, und ich beschwor sie, weiter zu reden und sich näher zu erklären. Aber sie antwortete nicht, und wir gingen stillschweigend nebeneinander durch den Garten. Es war indes dunkel geworden, da verbreitete sich eine ernste Hoheit über ihre ganze Gestalt. »So wisse denn«, sagte sie, »dein Jugendfreund, der heute von dir geschieden ist, ist ein Verräter. Ich bin gezwungen, seine verlobte Braut. Aus wilder Eifersucht verhehlte er dir seine Liebe. Er ist nicht nach Palästina, sondern kommt morgen, um mich abzuholen und in einem abgelegenen Schlosse vor allen menschlichen Augen auf ewig zu verbergen. Ich muss nun scheiden. Wir sehen uns nie wieder, wenn er nicht stirbt.« Bei diesen Worten drückte sie einen Kuss auf meine Lippen und verschwand in den dunklen Gängen. Ein Stein aus ihrer Aster funkelte im Weggehen kühl blitzend über meinen beiden Augen. Ihr Kuss flammte mit fast schauerlicher Wollust durch alle meine Adern. Ich überdachte nun mit Entsetzen die fürchterlichen Worte, die sie beim Abschied wie Gift in mein gesundes Blut geworfen hatte, und irrte, lange nachsinnend, in den einsamen Gängen umher. Ermüdet warf ich mich endlich auf die steinernen Staffeln vor dem Schlosstore. Die Waldhörner hallten noch fort, und ich schlummerte unter seltsamen Gedanken ein. Als ich die Augen aufschlug, war es heller Morgen. Alle Türen und Fenster des Schlosses waren fest verschlossen, der Garten und die ganze Gegend still. In dieser Einsamkeit erwachte das Bild der Geliebten und die ganze Zauberei des gestrigen Abends mit neuen, morgenschönen Farben in meinem Herzen, und ich fühlte die volle Seligkeit, wieder geliebt zu werden. Manchmal wohl, wenn mir jene furchtbaren Worte wieder einfielen, wandelte mich ein Trieb an, weit von hier zu fliehen, aber der Kuss brannte noch auf meinen Lippen, und ich konnte nicht fort. Es wehte eine warme, fast schwüle Luft, als wollte der Sommer noch einmal wiederkehren. Ich schweifte daher träumend in den nahen Wald hinaus, um mich mit der Jagd zu zerstreuen. Bald erblickte ich in dem Wipfel eines Baumes einen Vogel von so wunderschönem Gefieder, wie ich noch nie vorher gesehen. Als ich den Bogen spannte, um ihn zu schießen, flog er schnell auf einen anderen Baum. Ich folgte ihm begierig, aber der schöne Vogel flatterte immerfort von Wipfel zu Wipfel vor mir her, wobei seine hellgoldenen Schwingen reizend im Sonnenschein glänzten. So war ich in ein enges Tal gekommen, das rings von hohen Felsen eingeschlossen war. Kein raues Lüftchen wehte hier herein. Alles war hier noch grün und blühend wie im Sommer. Ein Gesang schwoll wunderlich aus der Mitte dieses Tales. Erstaunt bog ich die Zweige des dichten Gesträuches, an dem ich stand, auseinander, und meine Augen senkten sich trunken und geblendet vor dem Zauber, der sich mir da eröffnete.
Ein stiller Weiher lag im Kreise der hohen Felsen, an denen Efeu und seltsame Schilfblumen üppig emporrankten. Viele Mädchen tauchten ihre schönen Glieder singend in der lauen Flut auf und nieder. Über allen erhoben stand das Fräulein, prächtig und ohne Hülle, und schaute, während die andern sangen, schweigend um die wollüstig um ihre Knöchel spielenden Wellen, wie verzaubert und versunken in das Bild der eigenen Schönheit, das der trunkene Wasserspiegel widerstrahlte. Eingewurzelt stand ich lange in flammendem Schauer. Da bewegte sich die schöne Schar ans Land, und ich eilte davon, um nicht entdeckt zu werden. Ich stürzte mich in den dicksten Wald, um die Flammen zu kühlen, die mein Inneres durchtobten. Aber je weiter ich floh, desto lebendiger gaukelten jene Bilder vor meinen Augen, desto verzehrender langte der Schimmer jener jugendlichen Glieder nach mir. So traf mich die einbrechende Nacht noch im Walde. Der ganze Himmel hatte sich unterdessen verwandelt und war dunkel geworden. Ein wilder Sturm ging über die Berge. »Wir sehen uns nie wieder, wenn er nicht stirbt«, rief ich immerfort in mich selbst hinein und rannte, als würde ich von Gespenstern gejagt. Es kam mir manchmal dabei vor, als vernähme ich seitwärts Getös von Rosseshufen im Walde, aber ich scheute jedes menschliche Angesicht und floh vor dem Geräusch, so oft es näher zu kommen schien. Das Schloss meiner Geliebten sah ich oft, wenn ich auf eine Höhe kam, in der Ferne stehen. Die Waldhörner sangen wieder, wie gestern Abend. Der Glanz der Kerzen drang wie ein milder Mondenschein durch alle Fenster und beleuchtete ringsumher magisch den Kreis der nächsten Bäume und Blumen, während draußen die ganze Gegend in Sturm und Finsternis wild durcheinander rang. Meiner Sinne kaum mehr mächtig, bestieg ich endlich einen hohen Felsen, an dem unten ein brausender Waldstrom vorüberstürzte. Als ich auf der Spitze ankam, erblickte ich dort eine dunkle Gestalt, die auf einem Steine saß, still und unbeweglich, als wäre sie selber von Stein. Die Wolken jagten soeben zerrissen über den Himmel. Der Mond trat blutrot auf einen Augenblick hervor, und ich erkannte meinen Freund, den Bräutigam meiner Geliebten. Er richtete sich, sobald er mich erblickte, schnell und hoch auf, daß ich innerlich zusammenschauderte, und griff nach seinem Schwerte. Wütend fiel ich ihn an und faßte ihn mit beiden Armen. So rangen wir einige Zeit miteinander, bis ich ihn zuletzt über die Felsenwand in den Abgrund hinabschleuderte. Da wurde es auf einmal still in der Tiefe und ringsumher. Nur der Strom unten rauschte stärker, als wäre mein ganzes vorheriges Leben unter diesen wirbelnden Wogen begraben und alles auf ewig vorbei. Eilig stürzte ich nun fort von diesem grausigen Orte. Da kam es mir vor, als hörte ich ein lautes, widriges Lachen, wie aus den Wipfeln der Bäume hinter mir dreinschallen. Zugleich glaubte ich, in der Verwirrung meiner Sinne, den Vogel, den ich vorhin verfolgte, in den Zweigen über mir wiederzusehen. So gejagt, geängstigt und halb sinnlos, rannte ich durch die Wildnis über die Gartenmauer hinweg zu dem Schlosse des Fräuleins. Mit allen Kräften riss ich dort an den Angeln des verschlossenen Tores. »Macht auf!« schrie ich außer mir. »Macht auf! Ich habe meinen Herzensbruder erschlagen. Du bist nun mein, auf der Erde und in der Hölle.« Da taten sich die Torflügel schnell auf, und das Fräulein, schöner als ich sie jemals gesehen, sank ganz hingegeben in flammenden Küssen an meine von Stürmen durchwühlte, zerrissene Brust.
Lasst mich nun schweigen von der Pracht der Gemächer, dem Duft ausländischer Blumen und Bäume, zwischen denen schöne Frauen singend hervorsahen, von den Wogen von Licht und Musik, von der wilden, namenlosen Lust, die ich in den Armen des Fräuleins. Hier fuhr der Fremde plötzlich auf, denn draußen hörte man einen seltsamen Gesang an den Fenstern der Burg vorüberfliegen. Es waren nur einzelne Sätze, die zuweilen wie eine menschliche Stimme, dann wieder wie die höchsten Töne einer Klarinette klangen, wenn sie der Wind über ferne Berge herüberweht, das ganze Herz ergreifend und schnell dahinfahrend. »Beruhigt euch«, sagte der Ritter, »wir sind das lange gewohnt. Zauberei soll in den nahen Wäldern wohnen, und oft zur Herbstzeit streifen solche Töne in der Nacht bis an unser Schloss. Es vergeht ebenso schnell, als es kommt, und wir bekümmern uns nicht weiter darum.« Eine große Bewegung schien jedoch in der Brust des Ritters zu arbeiten, die er nur mit Mühe unterdrückte. Die Töne draußen waren schon wieder verklungen. Der Fremde saß, wie im Geiste abwesend, in tiefes Nachsinnen verloren. Nach einer langen Pause erst sammelte er sich wieder und fuhr, obgleich nicht mehr so ruhig wie vorher, in seiner Erzählung weiter fort. Ich bemerkte, dass das Fräulein mitten im Glanze manchmal von einer unwillkürlichen Wehmut befallen wurde, wenn sie aus dem Schlosse sah, wie nun endlich der Herbst von allen Fluren Abschied nehmen wollte. Aber ein gesunder, fester Schlaf machte durch eine Nacht alles wieder gut, und ihr wunderschönes Antlitz, der Garten und die ganze Gegend ringsumher blickten mich am Morgen immer wieder erquickt, frischer und wie neugeboren an. Nun einmal, als ich eben mit ihr am Fenster stand, war sie stiller und trauriger als jemals. Draußen im Garten spielte der Wintersturm mit den herabfallenden Blättern. Ich merkte, dass sie oft heimlich schauderte, als sie in die ganz verbleichte Gegend hinausschaute. Alle ihre Frauen hatten uns verlassen. Die Lieder der Waldhörner klangen heute nur aus weiter Ferne, bis sie endlich ganz verhallten. Die Augen meiner Geliebten hatten allen ihren Glanz verloren und schienen wie verlöschend. Jenseits der Berge ging eben die Sonne unter und erfüllte den Garten und die Täler ringsum mit ihrem verbleichenden Glanz. Da umschlang das Fräulein mich mit beiden Armen und begann ein seltsames Lied zu singen, das ich vorher noch nie von ihr gehört und das mit unendlich wehmütigem Akkorde das ganze Haus durchdrang. Ich lauschte entzückt. Es war, als zögen mich diese Töne mit dem versinkenden Abendrot langsam hinab. Die Augen fielen mir wider Willen zu, und ich schlummerte in Träumen ein. Als ich erwachte, war es Nacht geworden und alles still im Schlosse. Der Mond schien sehr hell. Meine Geliebte lag auf seidenem Lager schlafend neben mir hingestreckt. Ich betrachtete sie mit Erstaunen, denn sie war bleich wie eine Leiche. Ihre Locken hingen verwirrt und wie vom Winde zerzaust um Angesicht und Busen herum. Alles andere lag und stand noch unberührt umher, wie es bei meinem Entschlummern gelegen. Es war, als wäre das schon sehr lange her. Ich trat an das offene Fenster. Die Gegend draußen schien mir verwandelt und ganz anders, als ich sie sonst gesehen. Die Bäume sausten wunderlich. Da sah ich unten an der Mauer des Schlosses zwei Männer stehen, die dunkel murmelnd und sich besprechend, sich immerfort gleichförmig beugend und neigend gegeneinander hin und her bewegten, als ob sie ein Gespinste weben wollten. Ich konnte nicht verstehen, nur hörte ich sie öfter meinen Namen nennen. Ich blickte noch einmal zurück nach der Gestalt des Fräuleins,
welche eben vom Monde klar beschienen wurde. Es kam mir vor, als sähe ich ein steinernes Bild. Schön, aber totenkalt und unbeweglich. Ein Stein blitzte wie Basiliskenaugen vor ihrer starren Brust. Ihr Mund schien mir seltsam verzerrt. Ein Grausen, wie ich es noch in meinem Leben nicht gefühlt, befiel mich da auf einmal. Ich ließ alles liegen und eilte durch die leeren, öden Hallen, wo aller Glanz verloschen war, fort. Als ich aus dem Schlosse trat, sah ich in einiger Entfernung die zwei ganz fremden Männer plötzlich in ihrem Geschäfte erstarren und wie Statuen stille stehen. Seitwärts, weit unter dem Berge, erblickte ich an einem einsamen Weiher mehrere Mädchen in schneeweißen Gewändern, welche, wunderbar singend, beschäftigt schienen, seltsame Gespinste auf der Wiese auszubreiten und am Mondschein zu bleichen. Dieser Anblick und dieser Gesang vermehrte noch mein Grausen, und ich schwang mich nur desto rascher über die Gartenmauer weg. Die Wolken flogen schnell über den Himmel, die Bäume sausten hinter mir drein, ich eilte atemlos immer fort. Stiller und wärmer wurde allmählich die Nacht. Nachtigallen schlugen in den Gebüschen. Draußen, tief unter den Bergen, hörte ich Stimmen gehen, und alte, lang vergessene Erinnerungen kehrten halb dämmernd wieder in das ausgebrannte Herz zurück, während vor mir die schönste Frühlingsmorgendämmerung sich über dem Gebirge erhob. »Was ist das? Wo bin ich denn?« rief ich erstaunt und wußte nicht, wie mir geschehen. »Herbst und Winter sind vergangen. Frühling ist's wieder auf der Welt. Mein Gott, wo bin ich so lange gewesen?« So langte ich endlich auf dem Gipfel des letzten Berges an. Da ging die Sonne prächtig auf. Ein wonniges Erschüttern flog über die Erde. Ströme und Schlösser blitzten, die Menschen, ach, ruhig und fröhlich kreisten in ihren täglichen Verrichtungen wie ehedem. Unzählige Lerchen jubilierten hoch in der Luft. Ich stürzte auf die Knie und weinte bitterlich um mein verlorenes Leben. Ich begriff und begreife noch jetzt nicht, wie das alles zugegangen, aber hinabstürzen mochte ich noch nicht in die heitere, schuldlose Welt, mit dieser Brust voll Sünde und zügelloser Lust. In die tiefste Einöde vergraben, wollte ich den Himmel um Vergebung bitten und die Wohnungen der Menschen nicht eher wiedersehen, bis ich alle meine Fehler, das Einzige, dessen ich mir aus der Vergangenheit nur zu klar und deutlich bewusst war, mit Tränen heißer Reue abgewaschen hatte. Ein Jahr lang lebte ich so, als ihr mich damals an der Höhle traft. Inbrünstige Gebete entstiegen gar oft meiner geängstigten Brust, und ich wähnte manchmal, es sei überstanden, und ich hätte Gnade gefunden vor Gott. Aber das war nur selige Täuschung seltener Augenblicke, und schnell alles wieder vorbei. Als nun der Herbst wieder sein wunderlich farbiges Netz über Berg und Tal ausbreitete, da schweiften von neuem einzelne, wohlbekannte Töne aus dem Walde in meine Einsamkeit, und dunkle Stimmen in mir klangen wieder und gaben ihnen Antwort, und im Innersten erschreckten mich noch immer die Glockenklänge des fernen Doms, wenn sie am klaren Sonntagmorgen über die Berge zu mir herüberlangten, als suchten sie das alte, stille Gottesreich der Kindheit in meiner Brust, das nicht mehr in ihr war. Seht, es ist ein wunderbares, dunkles Reich von Gedanken in des Menschen Brust. Da blitzen Kristall und Rubin, und alle die versteinerten Blumen der Tiefe mit schauerlichem Liebesblick herauf. Zauberische Klänge wehen dazwischen, du weißt nicht, woher sie kommen und wohin sie gehen. Die Schönheit des irdischen Lebens schimmert von draußen dämmernd herein,
die unsichtbaren Quellen rauschen, wehmütig lockend in einem fort, und es zieht dich ewig hinunter, hinunter. »Armer Raimund«, rief da der Ritter, der den in seiner Erzählung träumerisch verlorenen Fremden lang mit tiefer Rührung betrachtet hatte. »Wer seid ihr, um Gottes Willen, dass ihr meinen Namen wisst?« rief der Fremde und sprang wie vom Blitze gerührt von seinem Sitze auf. »Mein Gott«, erwiderte der Ritter und schloss den Zitternden mit herzlicher Liebe in seine Arme, »kennst du uns denn gar nicht mehr? Ich bin ja dein alter, treuer Waffenbruder Ubaldo, und da ist deine Bertha, die du heimlich liebtest, die du nach jenem Abschiedsfeste auf deiner Burg auf das Pferd hobst. Grasea hat die Zeit und ein vielbewegtes Leben seitdem unsere frischen Jugendbilder verwischt, und ich erkannte dich erst wieder, als du deine Geschichte zu erzählen anfingst. Ich bin nie in einer Gegend gewesen, die du da beschrieben hast, und habe nie mit dir auf dem Felsen gerungen. Ich zog gleich nach jenem Feste gen Palästina, wo ich mehrere Jahre mitfocht, und die schöne Bertha dort wurde nach meiner Heimkehr mein Weib. Auch Bertha hat dich nach dem Abschiedsfeste niemals wiedergesehen, und alles, was du da erzähltest, ist eitle Fantasie, ein böser Zauber, jeden Herbst neu erwachend und dann wieder samt dir versinkend, mein armer Raimund, hielt dich viele Jahre lang mit lügenhaften Spielen umstrickt. Du hast unbemerkt Monate wie einzelne Tage verlebt. Niemand wusste, als ich aus dem gelobten Lande zurückkam, wohin du gekommen, und wir glaubten dich längst verloren. Ubaldo merkte vor Freude nicht, dass sein Freund bei jedem Worte immer heftiger zitterte. Mit hohlen, starr offenen Augen sah er die beiden abwechselnd an und erkannte nun auf einmal den Freund und die Jugendgeliebte, über deren lang verblühte, rührende Gestalt die Flamme des Kamins spielend die zuckenden Scheine warf. »Verloren! Alles verloren!« rief er aus tiefer Brust, riss sich dann aus den Armen Ubaldos und flog pfeilschnell aus dem Schlosse in die Nacht und den Wald hinaus. »Ja, verloren! Und meine Liebe und mein ganzes Leben eine lange Täuschung«, sagte er immerfort für sich selbst und lief, bis alle Lichter in Ubaldos Schlosse hinter ihm versunken waren. Er nahm fast unwillkürlich die Richtung nach seiner eigenen Burg und langte da selbst an, als eben die Sonne aufging. Es war wieder ein heiterer Herbstmorgen, wie damals, als er vor vielen Jahren das Schloss verlassen hatte. Und die Erinnerung an jene Zeit und der Schmerz über den verlorenen Glanz und Ruhm seiner Jugend befiel da auf einmal seine ganze Seele. Die hohen Linden auf dem steinernen Burghofe rauschten noch immer fort, aber der Platz und das ganze Schloss war leer und öde, und der Wind strich überall durch die verfallenen Fensterbogen. Er trat in den Garten hinaus. Der lag auch wüst und zerstört, nur einzelne Spätblumen schimmerten noch hin und her aus dem fahlen Grase. Auf einer hohen Blume saß ein Vogel und sang ein wunderbares Lied, das die Brust mit unendlicher Sehnsucht erfüllte. Es waren dieselben Töne, die er gestern Abend während seiner Erzählung auf Ubaldos Burg vorüberschweifen hörte. Mit Schrecken erkannte er nun auch den schönen goldgelben Vogel aus dem Zauberwalde wieder. Hinter ihm aber, hoch aus einem Bogenfenster des Schlosses, schaute während des Gesanges ein langer Mann über die Gegend hinaus, still, bleich und mit Blut bespritzt. Es war leibhaftig Ubaldos Gestalt. Entsetzt wand Raimund das Gesicht von dem furchtbar stillen Bilde und sah in den klaren Morgen vor sich hinab.
Da sprengte plötzlich unten auf einem schlanken Rosse das schöne Zauberfräulein, lächelnd in üppiger Jugendblüte vorüber. Silberne Sommerfäden flogen hinter ihr drein, die Aster auf ihrer Stirn warf lange, grünlich-goldene Scheine über die Heide. In allen Sinnen verwirrt, stürzte Raimund aus dem Garten, dem holden Bilde nach. Die seltsamen Lieder des Vogels zogen, wie er ging, immer vor ihm her. Allmählich, je weiter er kam, verwandelten sich diese Töne sonderbar in das alte Waldhornlied, das ihn damals verlockte. Golden meine Locken wallen, süß mein junger Leib noch blüht, hörte er einzeln und abgebrochen aus der Ferne wieder herüberschallen. Bäche in dem stillen Grunde rauschend nach der Ferne gehen. Sein Schloss, die Berge und die ganze Welt versank dämmernd hinter ihm. Reichen vollen Liebesgruß bietet dir der Hörnerschall. Komm, ach komm, eh sie verhallen. Halte es wieder und, in Wahnsinn verloren, ging der arme Raimund den Klängen nach, in den Wald hinein und ward niemals mehr gesehen. Ende von Die Zauberei im Herbste von Josef von Eichendorff. Gelesen von Hokus Pokus. Wassergetöse, vielzackichte Felsen, verfinsterte Menschenliebe. Der Plauensche Grund bei Dresden. Aus Hermann und Ulrike von Johann Karl Wezel, 1780. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Gelesen von Rolf Kaiser, Bochum, Deutschland, im Oktober 2009. Aus Hermann und Ulrike von Johann Karl Wezel. Itzt hatte er, unter so mancherlei Freuden, Ängstlichkeiten, Täuschungen, Hoffnungen, Arbeit und Kummer, einen ganzen Winter in Dresden zugebracht, Ulriken sehnlich erwartet, und noch war sie nicht da, wenigstens nicht für ihn da, weil er sie nicht zu finden wußte. Der Frühling erschien, und noch hatte er sie nicht gefunden. Mit dem Aufleben der Natur wachten auch seine Triebe und Tätigkeit zu ihrer alten Stärke auf. Das Aktenschreiben wurde ihm auf einmal eine Last, die wie ein Alpengebirge drückte. Die Einsperrung, die er bei der Erstorbenheit des Winters nur wenig fühlte, machte itzt seine Stube. Die ganze Welt wurde ihm zu enge. Die Frau mochte rufen und schreien, so viel sie wollte, seine Feder ruhte. Sie mochte noch so oft fragen, wohin er ginge, er ging. Sie mochte schelten, drohen und strafen, er achtete nichts, widersprach ihr mutig und behauptete hartnäckig, die Freiheit ausgehen zu können, wenn es ihm beliebte, und der Doktor unterstützte seine Ansprüche, so viel er vermochte. Er schweifte wieder herum wie ein Papillon, der aus der zersprengten Hülle eben hervorgeflattert ist. Er freute sich der muntern Saat, des hervorbrechenden Laubes, der wirtschaftlichen Tätigkeit in Feldern und Weinbergen, der allgemeinen Emsigkeit, die ihm aus der reizenden Landschaft ein Paradies machte. Bei allen Freuden trug er doch eine Unruhe mit sich herum, die ihn überredete, daß er unter allen diesen wirksamen Geschöpfen das Unglücklichste sei. Er beneidete die Ackersleute, die so vergnügt mit lautem Pfeifen hinter dem Pfluge dreinschritten, mit niemandem unzufrieden als mit ihren Pferden,
ein Trupp froher Landmädchen, die mit froher Geschäftigkeit den Acker reinigten oder lachend und scherzend ein anderes Geschäfte verrichteten, versetzte ihn in Traurigkeit, und ein Bauerkerl, der mit einer dickstämmigen Dorfvenus schäkerte, erregte seine Galle. Sein Weg führte ihn an einem heitern, sonnigten Nachmittage durch die Felder nach dem Plauenschen Grunde hin, den er itzt zum ersten Male kennenlernte. Er folgte, ohne es recht zu wollen, der Menge Menschen, die eben damals ihren Spaziergang dorthin taten. In sich vertieft wurde er allmählich von einem nahenden Wassergeräusche erweckt, und ringsum betäubte ihn das Konzert rauschender Wasserstürze, klappernder Mühlen und des herabschießenden Flößholzes, das in den schäumenden Strudel mit hohlem Getöse hineinstürzte, verschwand, weit jenseit des Schaumes wieder langsam emporkam und sanft dahinschwamm. Auf einer Seite nackte Felsen, auf der andern Berge mit Gesträuch und Busch, vor sich eine Fläche mit Holz, wie mit schwimmenden Nachen bedeckt. Es schien ihm der Eingang in den Wohnsitz eines Gottes zu sein. Er ging längst den Felsen hin, und seine begleitenden Spaziergänger verließen ihn schon, als wenn sie sich nicht in das Heiligtum der Natur getrauten. Er trat auf die zweite Brücke, und vor ihm stand ein Amphitheater, das in der Schöpfung nur einmal wurde. Auf der linken Seite dunkelbraune, glattgeschnittene Felsenwände, schief wie Kulissen einer Schaubühne hintereinander gestellt auf dem Flusse, der sich an ihrem Fuße in wirbelnden Wallungen bricht, zu den Wolken gerade emporsteigend. Rechts am Flusse der fantastisch geschlungene Weg mit strauchichten, rauen Bergen, die mit den Felsenwänden sich zu vereinigen scheinen, um die Szene zu schließen. In der Mitte das ausgespannte Wasser. Im Rücken und vorwärts Brausen und Getöse, bald in leisen Pianos, bald mit der angestrengtesten Stärke, in wechselnden Solos und betäubenden Chören. Er staunte. Mit melancholischem Schauer verweilte er bei dem herrlichen Anblicke, in tiefer Empfindung verloren, und nur mit Mühe riss er sich los. Auch hier schien er noch mehr von den Menschen Abschied zu nehmen, der größte Teil ging zurück, und nur zwei Einsame folgten ihm in verschiedenen Entfernungen, so tiefsinnig, als wenn sie eine Not in diesen Grund tragen oder eine Geliebte in ihm suchen wollten. Durch vielfache Wendungen des auf- und niedersteigenden Wegs ging er, den Fluss unaufhörlich zur Linken, unter fernem und nahem Wassergetöse dahin. Itzt stiegen jenseit des sprudelnden Stroms zween waldichte Berge empor, boten sich freundschaftlich die Arme und ließen unter ihnen eine breite, aufsteigende Kluft. Er sah in ihr hinauf und erblickte Gebäude. Bald lehnte zur Rechten ein öder, unfruchtbarer, zerrissener Bergrücken mit fauler Bequemlichkeit da und trug auf seinen Schultern ein Dorf, von welchem Häuser, Leimwände und Strohdächer einzeln und in Gruppen über die Bergkrümmungen herabschielten. Itzt schloss sich die Aussicht ganz. Er glaubte, in einer weiten Felsenhöhle zu sein, in welcher ein Fluss strömte. Plötzlich wand sich der Weg um einen hervorstehenden Berg und öffnete ein breites, mit Birken rings umschlossenes Tal.
itzt war diese Seite eine bergichte Wüste und jene ein lachender Hain. Schnell wurde der Hain zum kahlen Felsengebirge und aus der Wüste ein bearbeiteter, bepflanzter Berg. Hier stunden längs am Wasser hin versilberte Weiden in künstlichen Reihen gepflanzt. Hinter ihnen im aufsteigenden Gebüsche herrschte die völlige Unordnung der Natur. Dort lehnte am Fuß einer Steinklippe ein Gärtchen voll junger Obstbäume in weiße blinkende Stäbe eingezäunt. Dort hing eins, vom zerrissenen Dornzaune umgeben, mitten an einem schroffichten, dürren Berge, und mühsam schwebte dort zwischen Steinen ein arbeitsames Weib und behackte mit weit ausgeholtem Schlage, der Natur zum Trotz, ein Beetchen für die kleinen Bedürfnisse ihrer Tafel. Ihre Kinder klimmten auf Händen und Füßen an den vielzackichten Felsen hinan, während daß die Elternbrüder sich schon auf der äußersten Spitze wiegten und mit lautem Händeklatschen der furchtsamen Schwestern lachten, wenn sie mit den ausweichenden Steinen weit zurückgleiteten und schrien, als wenn's dem jungen Leben gölte, ewig kletterten und ewig zurücktaumelten. Der Schauplatz war leer, still, melancholisch tot. Nichts als das fortwährende Geräusch des strudelnden Wassers hörbar, hie und da eine klappernde Mühle, selten ein vorüberschießender Landmann, der aus der Stadt zur wartenden Familie zurückeilte oder betrübt dem Arzt die Bezahlung für seine gestorbene Hausfrau hineintrug. Noch seltner ein langsam wandelnder Fruchtwagen. Außer diesen Unterbrechungen lag hier unter dem engen Horizonte die tiefste Einsamkeit ausgebreitet. Schweigen und Brausen war ihre Sprache, eine Sprache, die so tief in Hermanns Herze eindrang, daß ihm schauerte. Mit Zittern und Furcht stand er da. Die Einsamkeit fesselte ihn an, und die Furcht drängte ihn von ihr hinweg. Er suchte eine Anhöhe, stieg aus dem frischen Schatten zu ihr hinan und schaute aus dem Sonnenglanze in die düstere Tiefe, das einzige Meisterstück der Natur, hinab. Auch die beiden Spaziergänger, die ihm anfangs folgten, waren umgekehrt, der Träumer ganz allein. O, wie ist dies Tal so still und wie mein Herz so unruhig, war sein erster Ausruf, als er eine Weile ernsthaft hinabgesehen hatte. Von Leidenschaften gepeinigt, gepeitscht wie der Strudel, der hier vor mir schäumt. So soll ich dann ewig im Staube mich wälzen, ewig ein unwirksamer, nichtsnütziger bleiben? Nimmermehr eine Tat tun, die mir nur einen Kranz der Ehre erwirbt, durchs Leben dahinschleichen, mir immer helfen lassen und niemandem helfen können? Ein Lastträger in der Welt sein, zu den niedrigsten Arbeiten verdammt? O, die glücklichen Sterblichen, die Antonine, die Aurele und die gleich ihnen sich den Dank einer halben Welt und aller künftigen Zeiten verdienen konnten! Warum mußte ich nun der Einzige sein, der in rühmlicher Tätigkeit gern alle Adern seines Leibes zersprengen möchte und doch wie ein Ackergaul im langweiligen Karren ziehen soll? Das Herz möchte mir springen vor überströmender Wirksamkeit, und da sitz ich angefesselt am Blocke, muß dienen und arbeiten und sehe dessen kein Ende, wie ich's wünschte.
Was hilft's, wenn ich jahrelang mich um den kümmerlichen Bissen Nahrung quäle? Ich bleibe doch ein Verachteter, ein Auswurf der Menschheit, der nie besitzen darf, was er liebt. Ulrike bleibt doch ein unerringbares Gut, nach dem ich nicht einmal ohne Beschimpfung streben kann. Sie wird mich vergessen lernen, weil sie sich meiner nicht erinnern darf. Sie wird mich verachten, weil man ihr die Liebe verwehrt. Aber ich muss meinem Schicksal entgegenarbeiten. Ich muss mich stemmen, ihm trotzen und wider seinen Willen erlangen, was ich will. Fort mit mir, soweit mich meine Füße tragen. Wo das Land fehlt, mag es ein Schiff tun. Entweder alles, was ich wünsche, oder gar nichts. Mag ich auf dem Lande oder im Meere umkommen, es kömmt doch immer nur ein Elender um, den niemand beklagt, weil ihn niemand kennt. Er sprang auf und eilte die Anhöhe herab mit allen Bewegungen trostloser Wut, daß ihm der losgetretene Kies haufenweise nachrollte, ging mit heftigen Schritten am Wasser zurück. Höhlen, Klüfte, Büsche, Felsen, alles war für ihn vernichtet, selbst die Musik des Wassers nicht hörbar für ihn. Alle Sinne hatten sich auf den einzigen Punkt seiner Seele zurückgezogen, wo seine unbefriedigte Ehrbegierde nagte. Sein einziger Gedanke war, ich bin der unglücklichste Sterbliche, und seine ganze Empfindung bestund in dem schmerzlichen Gefühle seiner Unglückseligkeit. Den Kopf voll so schwarzer Schatten, wie die Felsen um ihn über das Tal deckten, das nämliche Getöse, Brausen und Rauschen in allen seinen Adern, wie von dem dahinschießenden Flusse in den Felsen widerhallte, in der entsetzlichsten, menschenfeindlichsten Stimmung des Geistes langte er bei der großen Mühle an. Unter dem Getöse des Wassers, das über die Räder dahinstürzte, schallten Menschenstimmen, lautes, mutiges Gelächter hervor. Er hätte umkehren mögen, so zurückscheuchend, so abstoßend war für ihn der Ton. Er schlug die Augen auf und erblickte Menschengesichter, zwei gut gekleidete Frauenzimmer, die an der Mühle saßen, eine ältliche Dame, die zurückgelehnt schlief, und eine Junge, die mit einem Stäbchen im Sande spielte. »O, des widrigen Anblicks«, dachte er, »wie die Ruhe aus dem schlafenden Gesichte lacht, wie das Mädchen so zufrieden tändelt. Ist denn so viel Glück auf der Erde, dass man so zufrieden sein kann?« Mit neidischer Bitterkeit dachte er es und kehrte das Gesicht von ihnen. Itzt war er vor ihnen. Ein Rest von seiner verfinsterten Menschenliebe lenkte seine Augen auf die Damen. Die Junge sah auf. Beider Blick blieb aufeinander hängen. Er stund, ging. »Wäre das nicht Ulrike? Sie ist es!« Seine täuschende Einbildung ließ ihn zweimal das Zischeln ihrer Stimme hören, itzt schon wieder, itzt hörte er gar seinen Namen nennen. Sein Traum zwang ihn, umzukehren. Die junge Dame stund auf. Und noch war er vier völlige Schritte von ihr, als sie auf ihn hervorschoss mit beiden Armen um seinen Hals. Da standen sie beide fest umklammert, als wenn eine Gottheit sie zu freundschaftlichen Bäumen einwurzeln ließ. Keins sprach, keins bewegte sich. Ein Mühlbursch, der an der Tür lehnte und die stumme Umarmung mit ansah, glaubte sich aus Pflicht verbunden, die alte Dame zu wecken, zupfte sie am Ärmel und zeigte, als sie schnarchend auffuhr, mit dem Finger nach dem umarmten Paare.
Die Alte ergriff den Spazierstock, der neben ihr lag, wackelte mit schlaftrunkner Eilfertigkeit hin und riß an Ulriken mit solcher Gewalt, daß sie beiden die Erschütterung eines elektrischen Schlages mitteilte. Ihre Stärke reichte nicht zu, sie zu trennen, sondern sie mußte den Mühlburschen zu Hilfe rufen. Durch Vermittelung seiner nervichten Hände brachte er sie auseinander, faßte auf Befehl der Alten die Baronesse in seine bestaubten Arme und trug sie in die Mühle, ohne der häufigen Hiebe zu achten, die ihm Ulrikens Unwille mit der Faust auf die breite Nase versetzte. Heinrich fiel ihm ohne Anstand in den Rücken und schlug auf ihn los, daß eine dicke Mehlwolke aus der grauen Jacke herausfuhr. Alles umsonst, der Bursche ließ seine Beute nicht fahren. Heinrich in seinem Zorne gerade auf die alte Dame los, doch wie er sich nach ihr wandte, hielt sie hinter seinem Rücken ihren Rückzug in die Mühle. Schnapp war die Türe verschlossen. Ende von Wassergetöse, viel zackichte Felsen, verfinsterte Menschenliebe. Der Plauensche Grund bei Dresden aus Hermann und Ulrike von Johann Karl Wezel. Villa d'Este. Ich will lieber für mich selbst irre gehen. Aus Vittoria a Corombana von Ludwig Tieck, 1840. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Gelesen von Rolf Kaiser, Bochum, Deutschland, im Oktober 2009. Aus Vittoria a Corombana von Ludwig Tieck. Die Mutter war durch den neuesten Vorfall so erschüttert, daß sie am folgenden Tage lange auf ihrem Lager blieb und sich erst erhob, nachdem ihr Sohn Flaminio und Vittoria die fremden Gäste schon angenommen hatten. Als sie in den Saal trat, fand sie die Gesellschaft im lebhaften Gespräch. Sie suchte sich zu zerstreuen und spannte sich zu einer erzwungenen Heiterkeit. Der fremde Mann, welcher mit dem wohlbekannten Dichter gekommen war, schien ungefähr 30 Jahre alt zu sein. Er war schlank, groß und wohlgebaut, seine Gebärde edel, das Auge schön und feurig. Vittoria vermutete, daß auch dieser ein Dichter sein könne, da er mit dem alten Hausfreunde erschien und die Gelehrten aus allen Provinzen Italiens gern die Familie der Accorombani aufsuchten. Der Fremde war sehr freundlich und von den edelsten Sitten, mehr ernst als heiter, und auf seinen Wunsch beschloss man, die Villa d'Este zu besuchen, von deren Pracht und Schönheit in ganz Italien die Rede war. Als sie die Villa erreicht hatten, ward ihnen der Eingang gestattet, weil die Besitzerin nicht zugegen war. Der Fremde schien sehr aufgeregt und ward von den Kostbarkeiten, Gemälden und dem Schmuck der Zimmer entzückt und begeistert. »Wie glücklich«, sagte er, »könnten die Fürsten sein, denen alles dies zu Gebot steht und die sich ein solches Dasein bereiten mögen. So umgeben, nichts Niedriges, Ärmliches in ihrer Nähe, wohin sie blicken, nur von Kunst angeschaut, von Schönheit umleuchtet, Erinnerung an Geschichte und große Vergangenheit, die edelsten Geister, die Raphael, Michelangelo und Julius der Römer, für sie in Tätigkeit, und doch
Ja, wohl, sagte die ernste Matrone, wohnt nur sehr selten in diesen herrlichen Palästen das wahre Glück. Das Schicksal und die Umstände, die Verhältnisse des Menschen sind immer mächtiger als der Mensch selber. Der einsame, Unabhängige stürzt sich aus seiner Freiheit in Dienst und Abhängigkeit, um das zu suchen, was er Glück nennt, und jener, der im Glück zu schwelgen scheint, von vornehmen Freunden umgeben, im Glanz des Reichtums, wünscht sich nur allzu oft in die verlassene Einsamkeit des dürftigen Waldbruders. Freiheit ist ein edles Wort und hat einen herrlichen Klang, aber es ist nur ein Wort, ein verhallendes, ohne Wesen und Inhalt. Die wahre Freiheit ist nur im Tode. Der Fremde sah die hohe Frau verwundert an, und Caporale sagte: Ihr seid heut, verehrte Freundin, aufgeregt. Gönnt der Natur und dem schönen, klaren Licht, das so herrlich dort die Gebirge beglänzt, euch aufzuheitern. Zu zerstreuen, sagte sie, muß doch das Edelste der Natur und Schöpfung nur gar zu oft, sich herabwürdigend, dazu dienen, uns von uns selbst zu entfernen. Um uns doch nur, bemerkte der Fremde, dort in diesen Gegenständen edler und vollkommener wiederzufinden. Das wahre Gute in uns kann uns niemals verloren gehen. Weil es vielleicht nicht da ist, sagte Signora Julia tief seufzend. Verzeiht, mein edler Herr, dessen Namen ich noch nicht einmal weiß, eure Liebenswürdigkeit hat mich verleitet, euch nach dem ersten Anblick als einen alten Freund des Hauses zu behandeln, vor dem ich nicht nötig habe, meinen Kummer zu verbergen. Doch ist es wohl besser und schicklicher, hier in diesen poetischen Umgebungen eine andere Sprache zu führen. Jetzt verließen sie das Haus und betraten den schönen, künstlichen Garten. Vittoria ging schweigend an der Seite der Mutter, und der heitre Don Cesare war ernst geworden, und der Fremde war ganz der Betrachtung und Bewunderung der vielfachen Anlagen, dem Wechsel der Gebüsche, der Majestät der Bäume, der Pinien und Zypressen, dem schimmernden Glanz der vielfachen Blumenbeete hingegeben. Am meisten entzückten ihn aber die mannigfaltigen Wasserkünste, die in sinnreichen und versteckten Erfindungen bald in kleinen Erzfiguren den Gesang der Vögel nachahmten, bald aus menschlichen Gestalten die Töne der Laute und vielfachen Gesang bildeten. So wechselten Sirenen und Wassertiere in seltsamen Gruppen. So spielten die Nereiden und Pan und Schäfer die Wasserorgeln, die Syrinx und Flöten und Pfeifen. Dort klang die ländliche Schalmei. Und ferner ab rieselte das Element, welches erst zur künstlichen Musik abgerichtet war, als klarer Bach in seinen Naturtönen dahin. Als der Fremde in den Ausdrücken seines Lobes immer enthusiastischer wurde, konnte Vittoria nicht länger schweigen, sondern ließ sich beinahe zürnend in diesen Worten aus. »Ich weiß es wohl, dass alle Welt diesen Garten und diese tönenden Kunststücke bewundert. Ärgert euch nicht an mir, teurer Mann, wenn ich euch gestehe, dass ich immer nur ohne Freude diesen Plan betreten habe, da es mir schien, als wenn Kunst und Natur hier gleich sehr verletzt würden.
Die wahre, echte Kunst ist hier in eine Künstlichkeit, in eine Seltsamkeit hineingeschraubt, die wohl Erstaunen und Verwunderung, nicht aber wahre Freude erregen kann. Die Natur ist gewissermaßen vernichtet, denn sie muß hier in den sklavischen Dienst von gezierten Spielereien treten, die nicht einmal eine Täuschung hervorbringen können und die ermüden, wenn man den ersten Genuß der Neugier und Verwunderung hinter sich hat. Wie anders wirkt ein gutes Gemälde, ein Werk des Bildhauers, Palestrinas Musik, eine freie Landschaft, dort der himmlische Wasserfall. Ist es nicht hier, als wenn man die Träume eines Fieberkranken wirklich machen und etwas erreichen wollte, was über unser menschliches Vermögen hinausreicht? Jedes Mal aber, wenn der Mensch einen solchen Versuch eitlen Hochmuts unternimmt, sinkt er unter sich selbst hinab. »Ei, ei, mein schönes Fräulein«, rief der Fremde, sie verwundert ansehend, »wie erklingen in so zarter Silberstimme, aus so reizendem Munde, diese herben, verdammenden Worte? Hat euch niemals eine Sestine oder eine recht künstliche Canzone begeistert? Wie haben unsere Natursprache«, den Laut, der immer so gern wieder in das Bäurische zurückfällt, unsere Petrarca, Bembo, Molza, Bernard Tasso und so manche andere erzogen. Und diese mechanischen Erfindungen, die an sich selbst nur Staunen und ein leichtes Ergötzen erregen könnten, sollten vom Genius nicht in seinen Dienst genommen werden, um auch diese Dinge, die auf Linien, mathematischen Grundsätzen und arithmetischen Zahlenverhältnissen ruhen, in die höchste poetische Freiheit der Fantasie einzuführen? Wenn euch dort die Natur und der erhabene Wasserfall mit Recht begeistert und für Momente eure ganze Seele ausfüllt, so ist hier dieselbe Natur in ihrer lieblichen Erscheinung nur in eine Regel gebunden, um sie wieder auf andere Weise in die höchste poetische Freiheit hineinzuführen. Diese geraden Baumgänge, diese abgeteilten und abgezirkelten Blumenbeete sind ja nur wie die Stanzen oder Terzinen eines lieblichen Gedichts, wo das Wort der gewöhnlichen Rede auch mit wahrer kindlicher Freude, mit Übermut in die Regel hineinspringt, um sich selber süß und edler zu vernehmen. Und diese Wasser, Bildsäulen, Vögel, Scherz und Ernst, Schauer und sanfte Wollust, in diesen krausen Gebüschen zwischen Myrten und Lorbeer und den finstern Zypressen, die ausgebreitete Pinie dort, das Rieseln, Flüstern in den Wipfeln, mit Duft und Echo gemischt, diese fast menschlichen Töne, der Vogelgesang, dort das Gebirge, über uns des Himmels lichte Bläue, das süße Spiel der Lichter, der dunkelnde Schatten. Braucht der Mensch in diesem Traum der Wollust noch jenen Jupiter, um seine Göttersäle zu beneiden? »Schön«, sagte die Mutter, »sieh, mein Kind, da hast du einmal einen Gegner gefunden, der dir deinen Eigensinn brechen könnte, wenn es ihm wichtig genug wäre, dich in die Lehre zu nehmen.« »Kann sein«, sagte Vittoria, »dass dasjenige, was ich Natur, Schönheit und Freiheit nennen möchte, doch wieder ein zu enger Begriff ist, der wohl wieder zur Gebundenheit und Unfreiheit führen könnte. Und doch mag ich mein Wesen nicht willkürlich erziehen. Ich muß erst das selbst in mir erleben, was eben jetzt der werte Fremde ausgesprochen hat.
Es ist mir unmöglich, nachzusprechen, was ich selbst nicht einsehe, oder künstliche Wege zu suchen, um mein nächstes Gefühl gegen meine Natur mir zu erziehen. Auch bei Büchern und Gedichten habe ich es nie vermocht, und ich will lieber für mich selbst irre gehen, als nachfühlend und sprechend mit einem andern Recht haben. Ende von Villa d'Este. Ich will lieber für mich selbst irre gehen. Aus Vittoria a Corombona von Ludwig Tieck. Geld regiert die Welt, ist der Grundton der bürgerlichen Epoche. Aus Der Einzige und sein Eigentum von Max Stirner, 1844. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Gelesen von Rolf Kaiser, Bochum, Deutschland, im Oktober 2009. Aus Der Einzige und sein Eigentum von Max Stirner. Das Bürgertum bekennt sich zu einer Moral, welche aufs Engste mit seinem Wesen zusammenhängt. Ihre erste Forderung geht darauf hin, dass man ein solides Geschäft, ein ehrliches Gewerbe betreibe, einen moralischen Wandel führe. Unsittlich ist ihr der Industrieritter, die Buhlerin, der Dieb, Räuber und Mörder, der Spieler, der vermögenslose Mann ohne Anstellung, der Leichtsinnige. Die Stimmung gegen diese Unmoralischen bezeichnet der wackere Bürger als seine tiefste Entrüstung. Es fehlt diesen allen die Ansässigkeit, das Solide des Geschäfts, ein solides, ehrsames Leben, das feste Einkommen und so weiter. Kurz, sie gehören, weil ihre Existenz nicht auf einer sicheren Basis ruht, zu den gefährlichen Einzelnen oder Vereinzelten, zum gefährlichen Proletariat. Sie sind einzelne Schreier, die keine Garantien bieten und nichts zu verlieren, also nichts zu riskieren haben. Schließung eines Familienbandes zum Beispiel bindet den Menschen. Der Gebundene gewährt eine Bürgschaft, ist fassbar. Dagegen das Freudenmädchen nicht. Der Spieler setzt alles aufs Spiel, ruiniert sich und andere. Keine Garantie. Man könnte alle, welche dem Bürger verdächtig, feindlich und gefährlich erscheinen, unter dem Namen Vagabonden zusammenfassen. Ihm missfällt jede vagabondierende Lebensart, denn es gibt auch geistige Vagabonden, denen der angestammte Wohnsitz ihrer Väter zu eng und drückend vorkommt, als dass sie ferner mit dem beschränkten Raume sich begnügen möchten. Statt sich in den Schranken einer gemäßigten Denkungsart zu halten und für unantastbare Wahrheit zu nehmen, was Tausenden Trost und Beruhigung gewährt, überspringen sie alle Grenzen des Althergebrachten und extravagieren mit ihrer frechen Kritik und ungezähmten Zweifelsucht, diese extravaganten Vagabonden. Sie bilden die Klasse der unsteten, ruhelosen, veränderlichen, das heißt der Proletarier, und heißen, wenn sie ihr unsesshaftes Wesen laut werden lassen, unruhige Köpfe. Solch weiten Sinn hat das sogenannte Proletariat oder der Pauperismus. Wie sehr würde man irren, wenn man dem Bürgertum das Verlangen zutraute, die Armut, Pauperismus, nach besten Kräften zu beseitigen.
Im Gegenteil hilft sich der gute Bürger mit der unvergleichlich tröstlichen Überzeugung, dass die Güter des Glückes nun einmal ungleich verteilt seien und immer so bleiben werden, nach Gottes weisem Ratschlusse. Die Armut, welche ihn auf allen Gassen umgibt, stört den wahren Bürger nicht weiter, als dass er höchstens sich mit ihr durch ein hingeworfenes Almosen abfindet oder einem ehrlichen und brauchbaren Burschen Arbeit und Nahrung verschafft. Desto mehr aber fühlt er seinen ruhigen Genuss getrübt durch die neuerungssüchtige und unzufriedene Armut, durch jene Armen, welche sich nicht mehr stille verhalten und dulden, sondern zu extravagieren anfangen und unruhig werden. Sperrt den Vagabonden ein, steckt den Unruhstifter ins dunkelste Verlies, er will im Staate Missvergnügen erregen und gegen bestehende Verordnungen aufreizen, steiniget, steiniget ihn. Gerade aber von diesen Unzufriedenen geht etwa folgendes Raisonnement aus. Den guten Bürgern kann es gleich gelten, wer sie und ihre Prinzipien schützt, ob ein absoluter oder konstitutioneller König, eine Republik und so weiter, wenn sie nur geschützt werden. Und welches ist ihr Prinzip, dessen Schutzherrn sie stets lieben? Dass der Arbeit nicht, dass der Geburt auch nicht, aber dass der Mittelmäßigkeit, der schönen Mitte, ein bisschen Geburt und ein bisschen Arbeit, das heißt ein sich verzinsender Besitz. Besitz ist hier das Feste, das Gegebene, Ererbte, in Klammern Geburt. Das Verzinsen ist daran die Mühwaltung, in Klammern Arbeit, also arbeitendes Kapital. Nur kein Übermaß, kein Ultra, kein Radikalismus. Allerdings Geburtsrecht, aber nur angeborener Besitz. Allerdings Arbeit, aber wenig oder gar keine eigene, sondern Arbeit des Kapitals und der untertänigen Arbeiter. Liegt eine Zeit in einem Irrtum befangen, so ziehen stets die einen Vorteil aus ihm, indes die andern den Schaden davon haben. Im Mittelalter war der Irrtum allgemein unter den Christen, dass die Kirche alle Gewalt oder die Oberherrlichkeit auf Erden haben müsse. Die Hierarchen glaubten nicht weniger an diese Wahrheit als die Laien, und beide waren in dem gleichen Irrtum festgebannt. Allein die Hierarchen hatten durch ihn den Vorteil der Gewalt, die Laien den Schaden der Untertänigkeit. Wie es aber heißt, durch Schaden wird man klug, so wurden die Laien endlich klug und glaubten nicht länger an die mittelalterliche Wahrheit. Ein gleiches Verhältnis findet zwischen Bürgertum und Arbeitertum statt. Bürger und Arbeiter glauben an die Wahrheit des Geldes. Sie, die es nicht besitzen, glauben nicht weniger daran als jene, welche es besitzen, also die Laien wie die Priester. Geld regiert die Welt, ist der Grundton der bürgerlichen Epoche. Ein besitzloser Adliger und ein besitzloser Arbeiter sind als Hungerleider für die politische Geltung bedeutungslos. Geburt und Arbeit tun's nicht, sondern das Geld gibt Geltung. Die Besitzenden herrschen, der Staat aber erzieht aus den Besitzlosen seine Diener, denen er in dem Maße, wie sie in seinem Namen herrschen, in Klammern regieren sollen, Geld, in Klammern Gehalt, gibt. Ich empfange alles vom Staate. Habe ich etwas ohne die Bewilligung des Staates? Was ich ohne sie habe, das nimmt er mir ab, sobald er den fehlenden Rechtstitel entdeckt.
Habe ich also nicht alles durch seine Gnade, seine Bewilligung? Darauf allein, auf den Rechtstitel, stützt sich das Bürgertum. Der Bürger ist, was er ist, durch den Staatsschutz, durch die Gnade des Staates. Er müsste fürchten, alles zu verlieren, wenn die Macht des Staates gebrochen würde. Wie ist's aber mit dem, der nichts zu verlieren hat, wie mit dem Proletarier? Da er nichts zu verlieren hat, braucht er für sein Nichts den Staatsschutz nicht. Er kann im Gegenteil gewinnen, wenn jener Staatsschutz den Schützlingen entzogen wird. Darum wird der Nichtbesitzende den Staat als Schutzmacht des Besitzenden ansehen, der diesen privilegiert, ihn dagegen nur aussaugt. Der Staat ist ein Bürgerstaat, ist der Status des Bürgertums. Er schützt den Menschen nicht nach seiner Arbeit, sondern nach seiner Folgsamkeit, in Klammern Loyalität. Nämlich danach, ob er die vom Staate anvertrauten Rechte dem Willen, das heißt Gesetzen des Staates gemäß genießt und verwaltet. Unter dem Regime des Bürgertums fallen die Arbeitenden stets den Besitzenden, das heißt denen, welche irgendein Staatsgut, und alles Besitzbare ist Staatsgut, gehört dem Staate und ist nur Lehen der Einzelnen, zu ihrer Verfügung haben, besonders Geld und Gut, die Arbeitenden fallen, also den Kapitalisten in die Hände. Es kann der Arbeiter seine Arbeit nicht verwerten nach dem Maße des Wertes, welchen sie für den Genießenden hat. Die Arbeit wird schlecht bezahlt. Den größten Gewinn hat der Kapitalist davon. Gut und mehr als gut werden nur die Arbeiten derjenigen bezahlt, welche den Glanz und die Herrschaft des Staates erhöhen, die Arbeiten hoher Staatsdiener. Der Staat bezahlt gut, damit seine guten Bürger, die Besitzenden, ohne Gefahr schlecht bezahlen können. Er sichert sich seine Diener, aus welchen er für die guten Bürger eine Schutzmacht, eine Polizei. Zur Polizei gehören Soldaten, Beamte aller Art, zum Beispiel die der Justiz, Erziehung und so weiter, kurz die ganze Staatsmaschinerie, bildet, der Staat sichert sich seine Diener also, durch gute Bezahlung, und die guten Bürger entrichten gern hohe Abgaben an ihn, um desto niedrigere ihren Arbeitern zu leisten. Aber die Klasse der Arbeiter bleibt, weil in dem, was sie wesentlich sind, ungeschützt, denn nicht als Arbeiter genießen sie den Staatsschutz, sondern als seine Untertanen haben sie einen Mitgenuss von der Polizei, einen sogenannten Rechtsschutz. Also die Klasse der Arbeiter bleibt eine diesem Staate der Besitzenden, diesem Bürgerkönigtum feindliche Macht. Ihr Prinzip, die Arbeit, ist nicht seinem Werte nach anerkannt. Es wird ausgebeutet, eine Kriegsbeute der Besitzenden, der Feinde. Die Arbeiter haben die ungeheuerste Macht in den Händen, und wenn sie ihrer einmal recht inne würden und sie gebrauchten, so widerstände ihnen nichts. Sie dürften nur die Arbeit einstellen und das Gearbeitete als das ihrige ansehen und genießen. Dies ist der Sinn der hier und da auftauchenden Arbeiterunruhen. Der Staat beruht auf der Sklaverei der Arbeit. Wird die Arbeit frei, so ist der Staat verloren. Ende von »Geld regiert die Welt« ist der Grundton der bürgerlichen Epoche. Aus »Der Einzige und sein Eigentum« von Max Stirner, 1844.